noch auf die Widersprüche in der Bibel. Ich warte immer noch drauf. Lies es doch. Where are you? Why are you running? Why are you running? My girl, why are you running? My girl, why are you running? Kannst bis morgen warten, Flex. Ich glaube auch. Why are you running? Why are you running? Egal, nicht so schlimm. Ich mache jetzt wieder zu. Weil ich war kurz davor, sie so zu vernichten. Aber ich lasse es mal dabei. Ne? Ansonsten kriege ich hier noch Anrufe. Ne? Ich lasse mal die Bibel zur Seite kurz. Ja, die Person hat gesagt, in der Bibel gäbe es Widersprüche. Und dann habe ich auch gefragt, okay, gut, let's go, zeig mir die Widersprüche. Und seitdem kein einziges Wort. Flex, der christliche Manuelsen, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Ha ja, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Wenn Mensa noch hier ist, dann ist sowieso Endgegner. Wenn ich mit Mensa hier drinne bin, ist Endgegner vorbei. Ich und Mensa, wir werden das Ding zerfetzen. Komplett. Jeder wird das sehen. Jeder wird das sehen. Weil bei uns wird nicht gelogen. Das ghanesische Herz lügt nicht. Die Wahrheit wird gesprochen. Keine Lüge, Leute. Das wollen wir nicht. Wir decken die Lügen auf. Und da merkt man, dass das Leute sind, die unbedingt nach Widersprüchen suchen. Aber sie werden keine finden. Sie werden keine finden. Die werden keine finden. Ganz einfach. Ich bin so ein lieber Mensch, aber was ich gar nicht mag, ist, wenn die ganze Zeit durchgehend gelogen wird. Das gefällt mir gar nicht. Sag einfach, ich habe keine Ahnung. Ja, es gibt keine Widersprüche. Ah, vielleicht ist ja doch bei euch die Wahrheit drin. Komm, ich lese es doch. Wo sind die Widersprüche? Okay, 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 okay. Ich screenshotte das. Hab zu viele. So, Markus 13, Vers 23. So, Markus 1033. Okay. Okay. Leute, alle mitlesen. Das wird jetzt eine Zerstörung geben. So, Markus. So, nein, brauchst du mich nicht markieren. Du sollst den Vers einfach hier reinposten. Markus 13, Vers 23. So, jetzt lesen wir mal. 13, Vers 23. Warte. 13, Vers 23. So. Okay. 13, Vers 23. So, hier geht es, die Endzeitrede Jesus auf dem Ölberg. So, lies es doch. Lies es doch. Jetzt kommt's. Und ich werde dich jetzt komplett zerstören. So, lies es doch. Um was geht's denn hier bei Markus 13? Moment. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich, glaube ich, eine Seite. Ups, wo ist 13? Genau, hier geht es um die Endzeitrede von Jesus auf dem Ölberg. Lies es doch. Sag mir mal bitte, um was es hier bei Markus 13, um was geht's da? Du sollst mir sagen, was in Markus 13, um was es da geht. Lies es doch. Lies es doch, ich frag dich nochmal. Um was geht's denn im Vers 13? Es geht darum, dass Jesus alles weiß. Falsch. Du sollst mir sagen, um was es da geht gerade. Markus 13, um was geht es da? Ich sag's dir nochmal. Nein, du hast keine Ahnung. Du sollst mir sagen, um was es da gerade geht. Komplett. Bis 23. Um was geht's denn da? Genau, 23. Genau, bis 23. Um was geht es da? Um was geht es da? Ich habe die Bibel hier offen. Ich frage dich gerade, um was es da gerade geht. Weil anscheinend hast du es ja gelesen. Also müsstest du es ja wissen, um was es geht. Und deswegen frage ich dich, um was geht es da?
Es geht nicht nur um Jesus alles weiß. Warum lügst du? Du sollst mir insgesamt sagen, um was es da geht. Und dann lesen wir es vor. Wenn du es nicht weißt, bist du ein Jahil. Nein, du sollst mir sagen, um was es da geht, weil du bist ein Jahil. Jesus weiß alles. Das ist nur das, was in dem Riesenvers steht, oder was? Du sollst mir sagen, um was es da geht. Weil du hast es ja angeblich gelesen. Und angeblich ist es ja sehr schlecht, was da drin steht. So, jetzt frage ich dich nochmal, lies vor. Um was geht's da? Nächste Woche, Leute, ich sag euch eine Sache. Nächste Woche, wenn ich wieder die Leute hier hochholen kann, wenn ich die Leute hier hochhole, ja, am Dienstag, ich werde sie komplett vernichten. Ich werde nächste Woche dich hochholen bei mir im Stream und ich werde dich komplett vernichten. Komplett. Du weißt nicht mal, um was es hier geht bei Markus 13. Du weißt nicht mal, um was es da geht. Guck mal, Leute, liest mal bitte vor. Guck mal, was die gerade schreibt. Ah, warte mal, und warum machst du das immer mit dem Koran? Guck mal, die weicht komplett vom Thema ab. Du Jahil. Jahilili. Du Jahil. Du bist unwissend. Nein, du bist unwissend. Du weißt nicht mal, um was es da geht in Markus 13. Es geht darum, Jesus weiß alles. Hä? Um was geht's da? Du sollst mir sagen, was in Markus 13, um was es da geht. Oh mein Gott. Lies es doch, du enttäuschst mich so hart, Mann. Guck mal, die Wahrheit ist genau vor deiner Nase und du lügst immer noch weiter. Es geht natürlich um andere Sachen. Guck mal, du weißt es gar nicht mal. Lies es doch. Schreib hier keine Sachen, wenn du keine Ahnung hast, Mann. Hört auf damit, Mann. Lies es doch, du hast kein... Guck mal, du schreibst gerade, du hast dich eigentlich selber verraten. Es geht natürlich auch um andere Sachen. Ja, um welche Sachen geht's denn? Um welche Sachen geht's denn? Du hast es ja angeblich gelesen. Also musst du mir auch sagen, um was es da geht. Und dann lesen wir es. Okay, Leute, ich ignoriere einfach ihre Kommentare. Die ist sehr unwissend. Die ist mega unwissend. Ich glaube, das hat sie von den TikTok-Streams hier rausgeholt und sie weiß es selber nicht. Sie liest wahrscheinlich nur diesen kleinen Teil. Leute, wisst ihr, was richtig lustig ist? Wisst ihr, was sehr, sehr lustig ist, Leute? Ich lese euch mal vor, worauf die hinaus möchte, okay? Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Okay, und was geht's aber um Markus 13? Um was geht es denn in Markus 13? Du musst den kompletten Vers lesen. Und das ist dann die Erklärung zu dem, was er da gesagt hat. Zum Beispiel, ihr aber habt, ach siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. In dem Vers geht es darum, dass er in diesem Moment den Leuten oder das vorhergesagt hat, was da passiert. Ja, also fang bloß nicht an, weil ich werde dich komplett vernichten. Deswegen frage ich dich nochmal, um was geht es denn da? Ach mein Gott, guck mal, wie die sich selber... Oh Leute, die ist ein Jahil. Die ist sehr unwissend, Mann. Die belügt sich selber schon alleine, wenn sie schreibt, lügt sie. Die schreibt nur ein Buchstabe, das ist schon gelogen. Lies es doch, hör auf zu lügen, Mann. Hör auf. Ist nicht böse gemeint, aber hör auf zu lügen, Mann. Und das ist so krass. Das ist so krass. Und Leute, ihr wisst ja ganz genau, seitdem ich diesen Stream hier starte, kein einziges Mal lüge ich hier drinne. Kein einziges Mal soll mich Gott bestrafen, wenn ich hier im Stream lüge. Soll mich Gott bestrafen. Aber Leute, die so spotten und selber nicht mal wissen, was in Markus 13 drin steht. Hey, sorry, aber... Wer spornte David an, die Kinder Israels zu zählen? Gott. Samuel 2, Satan 1.
Du hast nicht mal gelesen. Lies es doch, du hast es nicht mal gelesen. Oh mein Gott, die postet hier irgendwas rein und redet von Widersprüchen. Du wirst keine Widersprüche finden. Ich nehme dich nächste Woche Dienstag mit hoch, okay? Und dann kannst du mir das erklären. Dann bin ich mal gespannt. Nein, wir springen nicht von einem Thema zum anderen, lies es doch. Du bist eine Lügnerin. Markus 13, um was geht es in Markus 13, du Lügnerin? Es geht um mehrere Sachen. Um was geht es da in Markus? Wir wechseln nicht das Thema. Um was geht es in Markus 13? Weil ich weiß genau, um was es da geht. Ich frage dich nochmal, lies es doch. Um was geht es denn in Markus 13? Ey, Mann, das ist so ein Armutszeugnis, Mann. Ey, oh mein Gott. Nein, du springst vom Thema. Du philosophierst. Lies es doch. Ich frage dich diese Frage nochmal. Weil ich werde dich, glaube ich, komplett stumm schalten, weil du eine Lügnerin bist. Und ich hasse Lügner. Ich habe dich gefragt, um was geht es in Markus 13? Oh Mann, ich krieg schon graue Haare, nur weil die Leute lügen. Boah. Ich habe doch gesagt, klär du mich auf. Ja, aber du kannst doch nicht einen Widerspruch hier reinposten und du das selber nicht mal gelesen hast. Oh mein Gott, geh aus dem Channel raus, Mann. Du bist voll die Lügnerin, Mann. Alter, eiskalt, Leute, überlegt mal. Überlegt mal, Leute, die postet einen Vers, die hat es nicht mal gelesen, okay, Leute, und dann sagt sie, ja, klär mich auf. Und hat es aber nicht gelesen. Oh, geh raus, boah, geh raus. Alleine schon deine Aussagen sind so, oh, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr, Mann. Oh, nee, Mann, nee, Mann. Leute, überlegt mal, Leute. Sie hat das nicht mal gelesen. Hey, Dakuba, Bruderherz, wie geht's dir? Einmal steht, Jesus wusste nicht in Markus. Lies es doch, du bist eine Lügnerin. Ich habe gesagt, du sollst mir sagen, was der komplette Vers, Markus 13, was damit gemeint ist und mit dem letzten Vers. Weil das hat eine Verbindung. Und ich habe dich gefragt, ob du das gelesen hast. Und du sollst mir sagen, um was es denn da geht. Und dann können wir den Vers dir vorlesen. Karim, gleich. Ich will das jetzt erstmal hier zu Ende machen mit Lies es doch. Weil ich mag keine Lügner. Ich mag echt keine Lügner, Mann. Nein, Hoshi, nichts schreiben. Anna, nein, sag nichts, Anna. Anna, nicht verraten, jetzt, nein, nichts sagen, Anna. Nichts sagen, Anna, sie soll es selber sagen, Anna. Jetzt hast du schon zu viel Information gegeben. Die soll sagen, um was es da geht. Ja, Anna, nicht verraten, Anna. Weil die ist ein richtiger, die ist Jahil hoch 10. Guck mal, die Leute, überlegt mal, Leute. Die postet hier einen Widerspruch rein, anscheinend ein Widerspruch. Leute, überlegt mal, Leute. Anna, hör mal gut zu, Anna. Die postet hier einen Widerspruch rein und schreibt eiskalt, ja, da geht es um vieles mehr. Sie hat es nicht mal gelesen, aber postet den Vers einfach rein. Hat es aber nicht gelesen. Sie weiß nicht mal, um was es in Markus 13 geht. Und postet, es ist ein Widerspruch. Der ganze Markus 13 ist ein Widerspruch. Okay, aber hat den kompletten Vers nicht mal gelesen. Sie hat es noch nie gelesen. Aber postet die Zahlen hier rein und sagt, es ist ein Widerspruch. Ich tue sie stummschalten, die labert nur Müll. Ich mag keine Lügner, wirklich. Die ist eine Lügnerin. Stummschalten, direkt stumm. 1, 2, 3, Stummschaltpaket. Yay! Bam. Stummschaltpaket. Tschüss. So. So eine ekelhafte Lügnerin, ey. Das geht nicht, Mann. Bye, bye. Stummschaltpaket. Simsalabim. Bum. Stummschaltpaket. Die Polizei kommt schon wegen mir. Katastrophe, Mann. Ich habe Stummschaltpaket von DHL.
Nein, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich mag keine Lügen, Mann. Das geht echt nicht, Mann. Die hat direkt Stummschaltpaket, weil die lügt. Überlegt mal, Leute, du postest ein Vers hier rein, du hast den Vers noch nie gelesen und sagst, ja, das ist ein Widerspruch, erklär's mir doch mal. Überlegt mal, Leute. Überlegt mal, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich reg mich jetzt nicht mehr auf, okay, Leute? Es tut mir mega leid. Ich entschuldige mich dafür. Okay, Leute? Es tut mir wirklich leid. Verzeiht mir. Leute, oh. Ich habe mich jetzt echt tierisch aufgeregt, Leute. Es tut mir mega leid, wirklich. Das ist eigentlich nicht meine Natur, mich jetzt so extrem die ganze Zeit aufzuregen. Bin ich ganz ehrlich, ich bin immer friedlich, aber oh Mann, ey, das gibt mir Kopfschmerzen. Oh. Puh. Nee, Leute, ernsthaft. Das hat mich echt aufgeregt. Weil das Ding ist, Leute, ich versuche jetzt mal ein bisschen ruhiger zu sein. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute posten hier was rein und wenn du die fragst, um was es da geht, die können dir nicht mal eine Antwort drauf geben, weil sie den Vers nie gelesen haben. Stellt euch mal vor, Leute. Du kannst doch nicht einen Widerspruch, ein angeblicher Widerspruch hier reinposten, wenn du den Satz nicht verstanden hast, um was es da geht. Und daran erkennt man, dass das wirklich unwissende Menschen sind. Stellt euch mal vor. Die sind so unwissend in jeglicher Hinsicht. Boah, man. Christen sollten sich nicht zu viel aufregen. Ja, absolut, da bin ich ganz deiner Meinung. Oh. Welchen Vers hat sie aber gemeint? Also Markus 13, Vers 23. Der letzte. Ich habe jetzt, will ich jetzt nicht aufschlagen, die meint Markus 13, Vers 23. Katastrophe. Oh. Wie kann man so ein Müll reden, ey. Oh, das ist so unglaublich, ey. Weißt du, die belügen sich, die verkleiden sich weiterhin mit der Lüge. Und leben weiterhin mit der Lüge, anstatt dass sie mal sagen, okay, wisst ihr was, ich lese jetzt. Nein, ich lese nicht, Hauptsache ich gucke im Internet, ja, wo finde ich denn was, ohne überhaupt selber gelesen zu haben. Das sind für mich richtige Lügner. Oh Mann, seriously. Themawechsel, ja, Anula, du hast recht, Themawechsel, das kriegt man schon Kopfschmerzen. Egal, Leute, Themawechsel, die Community will Themawechsel, wir wechseln jetzt das Thema. Sagt das gleiche Verhalten der Islamhasser, die dann die Muslime stummen, wenn die das erklären wollen? Amira oder Arampur oder Amira. Ich würde dir einfach ganz stark raten, deine eigenen Schriften zu lesen. Hier gibt es keine Islamhasser. Selbst ich bin kein Islamhasser, aber ich mag es nicht, wenn Leute lügen, ja, sich mit der Verkleidung, sich verkleiden, ja, als Lügner. Bitte. Also, die Wahrheit muss schon ans Tageslicht. So. Ich komme wieder. Ja, kein Problem. Professor Shake. Merkt euch eine Sache, Leute. Kein Mensch hasst irgendwelche Islam oder... kein Mensch hat ein Problem damit. Aber Leute, Lügen haben kurze Beine. Ich sag euch ganz ehrlich, wie es ist. Shirk ist der beste Mann. Ich sag's euch. Shirk ist bester Mann. Wie alt war Asia, als er König von Jerusalem wurde? Ich frage dich ganz sachlich. Amira, ich werde dich komplett damit widerlegen. Wisst ihr, von wo Amira das hat?
Das hat Amira vom, wie heißt der, Udman, Sheikh Udman hast du das. Ihr werdet die ganze Zeit widerlegt, aber ihr checkt das nicht. So, Amira, ich sag dir jetzt mal was. Wenn ein König, ja, mit 24 oder mit 22 ein paar Jahre regiert hat und dann erst mit 22, ich kenne den Vers, Amira, ich kenne den Vers schon. Ich werde dich komplett widerlegen. Das, ich brauche gar nicht mal drüber nachdenken, ich kenne den Vers. So, wenn jetzt der König 24 ist und ein paar Jahre regiert hat und mit 42... und mit 42 dann ein Jahr lang wieder regiert hat, für ein Jahr lang, wo ist der Widerspruch? Du warst noch nie Christin. Du hast den Christentum nicht mal verstanden. Du warst noch nie Christin, Amira. Du lügst zum geht nicht mehr. Du warst noch nie Christin. Noch nie. Ich habe das dir gerade eben erklärt. Ich kenne den Vers. Ich brauche den Vers gar nicht mal vorlesen. Ja, wenn ein König mit 24, wenn einer mit 24 König wurde und ein paar Jahre regiert hat und mit 42 ein Jahr lang regiert hat, wo ist der Widerspruch? Genau, das war nur ein Beispiel, 24, ich kenne den Vers ja schon, 22 wurde er König, okay, hat ein paar Jahre regiert und ist erst mit 42 Jahren, hat er dann ein Jahr regiert, wo ist der Widerspruch, wo ist da der Widerspruch, wo ist da bitteschön der Widerspruch, you Jahil, wo ist da der Widerspruch, ihr werdet keine Widersprüche finden, verstehst du das? Ihr werdet keine Widersprüche finden. Nochmal, ich sag's in schönen Worten. Ihr werdet keine Widersprüche finden. Amira, du bist eine Lügnerin. Amira, ich hab's dir gerade eben erklärt. 22 König geworden für ein paar Jahre, mit 42 ein Jahr lang regiert und König geworden. So, wo ist da der Widerspruch? Gib mir eine Antwort, Amira, weil ich werde dich auseinandernehmen. Amira, spring nicht von Thema wie ein Hase. Gib mir eine Antwort drauf. Wo ist da der Widerspruch? TikTok sportlich. Amira, ich habe dir drauf eine Antwort gegeben. Mit 22 König geworden für ein paar Jahre und mit 42 König geworden, König für ein Jahr lang regiert. Wo ist da der Widerspruch, Amira? Gib mir eine Antwort. Hör auf, wieder 1000 Sachen zu schreiben, Mann. Hör auf, die Leute zu belügen. Du bist eine Lügnerin. Du sollst mir eine Antwort drauf geben, Amira. Amira, gib mir eine Antwort drauf. Ich habe dir eine Antwort gerade gegeben. Gib mir eine Antwort drauf. Komm. Frage an dich, wenn ein König mit 22 ein paar Jahre regiert hat und mit 42 regiert hat für ein Jahr lang, was versteht man darunter nicht? Mit 42 ist er wieder König geworden für ein Jahr. Was versteht man da nicht? Wo ist da der Widerspruch? Aha, keine Antwort, ha? Warte, Fabi, die Amira soll mir eine Antwort drauf geben, weil ich nehme die auseinander. TikTok sportlich. Jahil auf höchstem Level. Ihr könnt nicht mal Deutsch, Mann. Leute, ihr könnt nicht mal Deutsch. Das ist schon traurig, Mann. Nicht mal die deutsche Sprache könnt ihr lesen. König geworden mit 22 für ein paar Jahre. Dann mit 42 König geworden für ein Jahr. Was ist da? Wo ist der Widerspruch, Mann? Wo ist da der Widerspruch? What? Wo ist da der Widerspruch? Leute, die... Ja, genau, Ryan. Das hast du... Du sprichst mir aus dem Herzen. Leute, die nicht mal Deutsch können, wollen die Bibel widerlegen. Leute wie ich, die deutsche Sprache beherrschen, ich nehme euch von A bis Z komplett auseinander. Wo ist da der Widerspruch? Mit 22 König geworden. Für ein paar Jahre.
dann mit 42 wieder regiert, für ein Jahr lang König. Wo ist da der Widerspruch? Gottes Segen, Bruder Herz Claudio. Amira, gib mir eine Antwort. Hör auf zu lügen. Du machst dich hier lächerlich, Mann. Amira, hör auf zu lügen. Du machst dich hier lächerlich. Gib mir eine Antwort drauf. König geworden mit 22, für einige Jahre regiert. Mit 42 wieder ein König geworden für ein Jahr lang. Wo ist der Widerspruch? Nenn mir das bitte. Leute, bitte kommentiert mal bei sie. Anna, du bist doch hier drinne. Bitte fixier mal das Gehirn von dieser Amira, bitte. Anna, bitte, falls du hier drinne bist. Anna, guck mal, was für ein Blödsinn die schreibt. Anna, bitte, tu mir einen Gefallen, Anna. Anna, die redet so viel und die... Nein. Amira, du blamierst dich die ganze Zeit. Du checkst es aber nicht, glaube ich, gell? Du kannst kein Deutsch, Amira. Du kannst echt kein Deutsch. Wie lange bist du überhaupt hier in Deutschland, Mann? Jetzt mal ohne Spaß. Wie lange bist du hier in Deutschland? Wow, this is amazing. This is so hard. I can't believe it. This is so amazing. This is crazy. Wow. Wow. I can't even... Wow, this is insane. Amira, gib mir eine Antwort. Amira, du sollst mir eine Antwort geben und spring nicht von Thema zu Thema. Also Leute, wir machen das so. Wie viele Jahre? Das waren doch 7 Jahre, oder? Das war doch die Hungersnot über... Wo war das nochmal? Hungersnot, 7 Jahre wird es denen gut gehen und 7 Jahre die Hungersnöte. Ich glaube, irgendwas mit 7 Jahren. Ich muss es nochmal lesen. Aber Amira, du springst von Thema zu Thema. Die ist echt betrunken. Ich glaube auch, dass sie betrunken ist. Leute, wer möchte, dass Amira nächste Woche in meinen Stream reinkommt? Weil ich habe ihr Profil jetzt gescreenshottet. Ich werd alles hier reinposten. Wer möchte, dass Amira am Dienstag mit mir, am besten Mittwoch, mit mir live geht hier, dass ich mit ihr reden kann? Leute, das wird so witzig, ich sag euch. Leute, alle Daumen hoch. Wer möchte, dass ich mit Amira am Mittwoch... live gehe, alle Daumen hoch. Ich hole sie zu mir hoch. Amira, du bist eine Lügnerin. Ich habe doch gerade eben gesagt, erklär mir das mal bitte. Wo ist der Widerspruch, wenn ein König 24 wurde, regiert für ein paar Jahre? Okay. Und mit 42 König für ein Jahr wurde. Wo ist der Widerspruch? Leute, wer möchte, dass Amira mir eine Antwort drauf gibt? Anderes Thema, du Jahil. Amira, du bist eine Lügnerin. Du kannst mir nicht mal drauf eine Antwort geben. Jeder hier drinne weiß, dass du ein Lügner bist. Die 27 Zuschauer, die hier zugucken, wissen, dass du eine Lügnerin bist. Weil du mir nicht mal drauf eine Antwort gibst. Gib mir doch eine Antwort drauf. Flex, ich glaube, sie hat es selber gemerkt, dass es kein Widerspruch ist. Ich glaube auch. Sie soll Dienstag hoch, ja. Amira, wenn ein König mit 22 König wird für einige Jahre und mit 42 wieder regiert für ein Jahr, wo ist der Widerspruch? Ich habe dir darauf schon lange eine Antwort gegeben. Guck mal, Leute, ich glaube, die ist betrunken. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Habt ihr gemerkt? Sie ist betrunken. Die postet es wieder rein und ich habe ihr darauf eine Antwort gegeben. Nein, hol mir eine Erklärung aus der Bibel. Ich kenne den Vers auswendig. Was soll ich da aus der Bibel rausholen, wenn ich es auswendig kann? Hä? Alter, was ist mit der, Mann? Leute, das ist mir wieder zu viel, Mann. Ich brauche eine Pause. Oh mein Gott, ey.
Ich kann den Vers auswendig, ich brauche das nicht mal lesen. Wenn er mit 22 König wurde, für einige Jahre. Okay, die, oh mein Gott. Oh nein, ich kann nicht mehr. Amira, nochmal. König mit 22. Das steht da drinnen. Lies den Satz selber vor. König mit 22 regierte für einige Jahre. Mit 42 regierte er für ein Jahr. Das kannst du lesen. So, wo ist da der Widerspruch? Amira, wo ist da der Widerspruch? Ich glaube, die ärgert mich wirklich, Mann. Die ist egal, ich ignoriere die einfach. Also Leute, lasst uns über was anderes reden. Die ist sowieso ein Jahil hoch 10. Das passt. Leute, reden wir über was anderes. Ich ignoriere die jetzt auch. Soll sie 1000 Sachen schreiben? Ist mir egal. Das ist unglaublich, Mann, wie unwissend man sein kann, ey. Und wie man so lügen kann, ey. Das ist so krass, wie man sich die ganze Zeit selbst belügt. Das ist richtig Käfer. Käfer, Munaf, Käfer hoch 10. Also Leute, egal. Leute, du hast doch, aber Amira, du hast doch gesagt, du bist Ex-Christin. Und jetzt schreibst du, Leute, ich jetzt, Leute, hör zu, das wird so richtig geil, was ich jetzt sage, okay? Guck mal, es mag sein, dass ich unwissend bin in der Bibel, das ist doch gar nicht schlimm. Leute, vorhin, vor 20 Minuten hat sie gesagt, sie ist Ex-Christin. Sie war mal Christin. Und jetzt schreibt sie aber hier, Leute, guck mal, wie kann man so hohl sein, TikTok sportlich. Guck mal, es mag sein, dass ich unwissend bin in der Bibel. Das ist doch gar nicht schlimm. Aha, jetzt ist es auf einmal nicht schlimm. Du hast doch gesagt, du bist Christin gewesen. Wie kannst du Christin sein, wenn du die Bibel nicht kennst? Amira, geh raus hier, Mann, geh raus. Leute, die ignoriert sie, die ist so, oh, ey, oh mein Gott. Amira, wenn du neben mir stehen würdest, ich würde dich von hier, ich würde dich komplett dissen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde dich so dissen, bis du heulend nach Hause gehst, Amira. Ich sag dir ganz ehrlich. Ich würde dich so dissen, bis du heulend nach Hause gehst. Glaub mir. Dissen, bis du heulst. Ich sag dir ehrlich. Weil du hast keine Ahnung. Ich würde dich nicht mal beleidigen. Ich würde dich mit Worten so dissen, dass du heulst. Amira, weil du lügst. Das ist das Problem. Ach, egal. Wir wechseln jetzt das Thema. Das ist unglaublich, Mann. Ja, alles klar. Also, Amira, wir wünschen dir alles Gute und ja. Egal, ich darf mich jetzt nicht weiter aufregen. Also Leute, über was wollen wir sprechen? Let's go. Über was wollen wir sprechen, Leute? Let's go. Also Leute, Thema wechseln. Jesus is King. Yes, Jesus is King. We know it. Wie lange bist du schon im Glaube? Ich war schon die ganze Zeit im Glaube. Also, aber ich habe auch mein Glaube immer wieder hinterfragt. Ich habe auch immer wieder nachgeguckt, was die Wahrheit ist. Ja, Bruder Herz Claudio, über die 24 und die 42. Das ist so einfach zu verstehen, aber sie kann einfach kein Deutsch. Das ist Punkt, fertig, aus. Alles gut. Bruder Claudio, wir wollen über dieses Thema gar nicht mehr weiter reden. Alles gut, Claudio. Vergessen wir das Thema. Die hat keine Ahnung, Mann. Die kann nicht mal Deutsch, deswegen alles gut. Über das Gräuel der Verwüstung. Über das Gräuel der Verwüstung. Ja. Leute, tut einfach ihre Kommentare ignorieren. Die ist unwissend. Die war noch nie Christin und wird auch nie eine Christin sein. Die ist mit dem Kleid Satan ausgerüstet und nicht von dem Herrn. So wie die schon sich verhält. Das ist kein normales Verhalten. Das ist schon ganz alleine. Sie will einfach nicht verstehen und sie weiß es aber. Ja. Nee, die bekommen Stummschaltpaket, oder? Nee, alles gut, wir ignorieren sie. Leute, über was wollen wir reden? Über was wollen wir reden, Leute?
Ja, alles gut. Wie geht es dir denn heute so? Ja, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Heute ist ganz super. Ganz, ganz entspannt und ja. Ganz, ganz entspannt heute, Leute. Ganz, ganz entspannt. Wahrscheinlich werde ich nachher noch ein bisschen was essen. Oder jetzt bald demnächst und dann mal gucken. Folge ich dir eigentlich auf den Account zurück, Miss Croatia? Ja, ich folge dir zurück. Pizza mit oder ohne Käserand? Doch, mit Käserand. Mit Käserand, Leute, mit Käserand. Ohne Käserand geht gar nichts. Mit Käserand. Mit Käserand, Leute. So, bist du katholisch? Jein. Jein, also katholisch nicht, aber ich bin halt einfach gottesgläubig. Ich glaube daran, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und genau, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und yes, this is very, very important, ne? Dass wir die Wahrheit aufdecken und das Evangelium verkünden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das ist mir höchstpersönlich sehr wichtig, um die Lügen aufzudecken und keine Märchengeschichten mit einem fliegenden Esel, der angeblich irgendwo hingeflogen ist zum Himmel, ja, diese Lügen aufzudecken. Ja. Besuchst du die Kirche? Ab und zu mal besuche ich die Kirche, tatsächlich, ja. Genau. So Lügengeschichten wie ein Esel, der irgendwo hingeflogen ist zum siebten Himmel und so. Und ein Esel mit einem Menschenkopf und so. Das sind so alles Lügen, die müssen aufgedeckt werden. Und darüber sprechen wir, Leute. Ich bin orthodox. Ja, auch nicht schlecht. Ne? Orthodox sind auch sehr, sehr stark im Glaube. Das ist brutal. Orthodoxisch, ja. Orthodox Christian, das ist brutal. Sehr, sehr starkes Glauben. Genau. Amira, dann geh doch nach Palästina und kämpf in Palästina. Geh dorthin und geh kämpfen. Kämpf für den Dschihad. Das ist Zeit für dich als Märtyrer, dann, sagen wir mal, was zu machen, Amira. Let's go. Geh ab mit dir nach Palästina. Go. So. So, Leute. Jetzt, ihr könnt Fragen stellen, Leute, das ist gar kein Problem. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch gleich mein Handy laden. Genau, Leute. Ja. Sechster, Israel hat Schwarze versklavt, Bruder. Wie kannst du für sie sein? Was heißt hier, Israel hat Schwarze versklavt? User, du weißt schon, dass die Versklavung von den Arabern kommt, ja, und den Westen, das weißt du ganz genau, oder? Amerika, Arabien, Frankreich, vor allem Arabien sind sehr, sehr, sehr bekannt dafür gewesen damals, ne? Darfst nicht vergessen, ne? Man muss wenn du zurückgehst in den Geschichten, musst einfach mal lesen, viel lesen, auch gucken. Ja. Ganz, ganz wichtig. Muss sich belesen. Die Medien sagen ja nicht immer die Wahrheit, deswegen. So. Leute, stellt Fragen. Ihr könnt Fragen stellen, das ist gar kein Problem. So. In Israel werden Schwarze beleidigt. Es gibt Videos. Ja, User, aber nicht alle beleidigen Dunkelhäutige. Natürlich, es gibt auch israelische Menschen, die wahrscheinlich Dunkelhäutige nicht leiden können. Ja, das gibt's. Ja, aber es gibt auch Leute, die nicht so sind. Es gibt von jeder Sorte etwas. Ne? So, ich habe jetzt gerade einen sehr, sehr speziellen Anruf bekommen, den muss ich gleich entgegennehmen. Meinung zu Kreatin. Kreatin ist gut, aber ich bin jetzt kein Fan von Kreatin. Ja. Also ich bin kein Fan von Kreatin. Also man kann es nehmen, ne?
Aber ich finde, die Ernährung ist ganz, ganz wichtig. Ne? Küche, Ernährung ist 1A, ganz, ganz wichtig. Und genau. Also nimmst du selbst nicht, oder? Nö, ich habe das nie so wirklich gebraucht, weil zu 90% Ernährung und das Training, also zu 100% Ernährung, zu 100% Training, deswegen Kreatin brauche ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Wie oft gehst du ins Gym? 5 bis 6 Mal, aber hauptsächlich 5 Mal, ne? Also genau. Also ich mache, wie gesagt, Bodybuilding eigentlich schon seit 9 bis 10 Jahren bin ich in dem Sport drinne. Proteinshakes auch, ja, also 2 Mal am Tag, aber man sollte nicht 5 Mal am Tag Proteinshakes konsumieren. Döner oder Pizza? Alles beide, spielt keine Rolle. Man kann Döner, auch Pizza. Als Cheat Meal kann man alles beide essen, ne? Ist gar kein Problem. Ich weiß noch damals, als ich vom Wettkampf wieder zurückkam, als ich, das war glaube ich Rhein-Neckar-Pokal, da habe ich tatsächlich, weil ich so einen Hunger hatte, einen Heißhunger nach dem Wettkampf, da habe ich 20 Donuts gefressen, Leute. 20 Donuts und ich habe keinen Zuckerschock bekommen. Um meine Mahlzeit zu ersetzen, ein Shake. Nein, alles über die Ernährung. Shake vielleicht 2 Mal am Tag und die restlichen vier Mahlzeiten, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, müssen sauber sein. Da wäre mehr gegangen. Ja, also 20 Donuts tatsächlich nach dem Wettkampf, das war schon heftig. 20 Donuts. Leute, 20 Donuts. Leute, brutal. 20 Donuts. Und ich sag euch eins, Leute, ich hatte danach immer noch Hunger gehabt. Aber wisst ihr, nach den 20 Donuts, wisst ihr, was ich gemacht habe? Dann kam ich heim, okay? 20 Donuts habe ich gefressen, kam heim und hab mir dann so 3 volle Burger, so Burger Buns, habe ich mir vorbereitet mit Käse, mit richtigen Steakfleisch noch obendrauf, mit richtig schön Käse, Tomaten, wie ein richtiger Burger. Und rein da, Leute, das war so heftig. Ich habe dann nochmal 3 verschlungen. Und Leute, jetzt kommt das Beste. Jetzt kommt das Beste, Leute. Jetzt kommt das Beste, Leute. Und dann 2 Tage, nee, einen Tag später, ich gehe mal raus, schönen gesegneten Live noch. Ja, Ryan, bis denne. Am Dienstag komme ich mit meinem richtigen Account live, Ryan, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Auf jeden Fall, einen Tag später, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Dann stehe ich am frühen Morgen auf, okay? Cousine kocht, macht und tut. Und dann war da so ein Geruch, den ich gar nicht gemocht habe. Und ich habe die ganze Zeit gerülpst und ich habe gemerkt, ich rieche so leicht dieses, wenn ihr kurz davor seid zu kotzen, dann kommt doch immer so dieses komische Geruch da. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Dieses Wasser, wie heißt das nochmal? Kann mir das jemand sagen? Säure, ja genau, Säure, sorry, Säure. Alter, dass ich nicht mal drauf komme. Genau, dann riechst du ja diese Säure die ganze Zeit. Dann habe ich mir gedacht, so, oh nein, ich muss bestimmt in den nächsten paar Stunden Magensäure, genau, Galle. Und da habe ich echt gedacht, so, oh nee, Mann, ich muss ganz bestimmt kotzen und so. So, habe mich hingelegt, alles gut, habe Tabletten eingeschmissen, aber dieser Geruch in der Küche, den konnte ich nicht vertragen. Und dann habe ich zu meiner Cousine gesagt, mach die Küche sofort zu, ich will es nicht riechen. So. Und ich musste dringend auf die Toilette und habe mir gedacht, so, ja, okay, dann wage ich mir jetzt den Weg zur Toilette. Was macht meine Cousine? Die macht Küche komplett auf dieser Duft, ja, den ich gar nicht vertragen habe. Das ist einfach, weil es mir nicht gut ging. Kam mir so durch die Nase und plötzlich kam die ganze Galle hoch von dem vorherigen Tag, weil ich da 20 Donuts gegessen habe, 3 Burger gegessen habe und auf einmal kam mir diese ganze Galle hoch, so im Mund schon, okay, Toilette auf und gekotzt wie ein Weltmeister. Leute, ich habe gekotzt wie ein Weltmeister. Ich sag's euch, Leute, das war nicht schön.
Ich habe gekotzt wie ein Weltmeister. Wie ein Weltmeister. Dagegen ist nicht mal Kot besser. Oh Mann, ey. Das war so schlimm. Ich habe gekotzt wie ein Weltmeister. Aber besser, dann war alles raus. Ja, das stimmt. Aber das war so unangenehm. Oh mein Gott. Leute, das war so ein trockenes Kotzen. Das war nicht so dieses Wasserkotzen. Ich habe gedacht, ich krieg keine Luft mehr, Leute. Ich mein's ernst. Und dann hing das hier am Hals und ich konnte nicht mehr atmen. So schlimm war das. Und dann, ich denke mir so, oh Scheiße, was passiert jetzt mit mir? Meine Augen wurden dann auf einmal groß. Ich denke mir so, ach du Scheiße. Das war so trockenes Kotzen war das. Das war nicht so dieses Wasserkotzen. Es war komplett trocken. Komplett trockenes Kotzen. Es kommt hier hoch und bleibt hier stecken. Ich denke mir so, oh Scheiße, was passiert denn jetzt? Und dann musste ich mich erstmal relaxen, dann geht es wieder zurück. Ich denke mir so, what the hell is going on? Und auf einmal kommt alles Mögliche raus. Ich denke mir so, oh mein Gott. Also ich kann euch sagen, warum das passiert ist. Ihr wisst ja, wenn ihr auf Wettkampfdiät seid, ganz kurz, ich glaube, wie lange gehst du vor dem Wettkampf auf Diät? Ja, mindestens 6 Monate, na, 6 Monate nicht, aber 4, 5 Monate, 4 Monate auf jeden Fall. Genau. Ich kann euch eins sagen, nach dem Wettkampf ist euer Magen sehr, sehr empfindlich. Ja? Das heißt also, egal was, ihr müsst eigentlich nach dem Wettkampf eine Suppe trinken. Suppe und dann ganz normal essen und nicht überfressen. Bei mir war das aber der Fall, ich hatte Heißhunger gehabt und ich habe mich komplett überfressen. Am nächsten Tag, ihr werdet es nicht glauben, ich hatte 10 Kilo mehr drauf. 10 Kilo mehr drauf. 10 Kilo mehr. Das war brutal. Guck auf der Waage, bam, 10 Kilo. Ich denke mir so, wow, what's going on? Ja, das kommt vom Fressen, Wasser, Einlagerung und alles. Das kommt alles vom Essen. Ist normal. Ja, Wassereinlagerung, alles Mögliche. Das ist normal. Nach dem Wettkampf, du bist ja komplett abgemagert, kein Fett, gar nichts. Hast ja kaum wirklich Körperfett, ne? In einem Tag, ja, tatsächlich. Also nach 1,5 Tagen, ja. 10 Kilo drauf. Aber ich muss auch sagen, ich habe gefressen wie ein Weltmeister. Ne? Ich habe gecheatet bis zum geht nicht mehr. An einem einzigen Tag. Ich habe salzige Sachen gegessen. Ich habe, wie gesagt, süße Sachen gegessen. Ja, da kommen ganz schnell mal 10 Kilo drauf, ja. Trinkt man auch vor dem Wettkampf auch wenig? Ja. Also, ich glaube, 6, 12, 18, 18 Stunden vorm Wettkampf nichts mehr trinken. 18 Stunden vorm Wettkampf, glaube ich, ungefähr. Ich muss nochmal in meinen Plan reinschauen. Aber das waren auf jeden Fall 18 Stunden, genau. 18 Stunden. 18 Stunden vorm Wettkampf nichts mehr trinken. Also, sagen wir mal, wenn Samstag Wettkampf ist, am Freitag um 18 Uhr kein Wasser mehr. Kein Wasser mehr. Wasser kommt komplett raus. Ne? Wenn Wettkampf am Samstag stattfindet, 18 Uhr am Freitag kein Wasser mehr. Das kommt komplett raus. 1,5 Liter verteilt über den ganzen Tag am Freitag und du musst bis 18 Uhr fertig sein mit dem Trinken und glaubt mir, Leute, das ist eine Qual. Aber was für eine Qual das ist, Leute. Du kannst nachts nicht schlafen an dem Tag, wo du Wettkampf hast. Du kannst nicht schlafen, du schläfst scheiße. Oh, Leute, das ist schwer. Das ist kein einfacher Sport, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr habt Schlafstörungen bis zum geht nicht mehr an in dieser Nacht. Das ist schrecklich. Ja. Qual ohne Wahl, absolut. Warum tut man sich das an? Ja, wie gesagt, als Bodybuilder, ne, ist normal. Ne? Du machst Wettkämpfe, du willst den Erfolg auf der Bühne sehen und ja. Ich bin ja schon so gut wie fast Profi geworden, aber ja, dann kam da diese ganze Corona-Welle und ja,
Jetzt muss ich alles wieder von vorne machen, anfangen, ne? Ganz wieder von vorne. Aber es ist nicht so schlimm. Ich gebe mich damit zufrieden, Leute. Ne? Leute, ich will mich bei euch bedanken, Leute. Ihr seid die Besten. Verdient man nur, wenn man was, wenn man gewinnt. Also verdient tut man erst, wenn man Profi ist. Wenn man nicht Profi ist, verdient man erstmal gar nichts. Also man steckt in diesem Sport sehr viel Geld rein, muss ich ganz ehrlich sein. Ne? Also sehr, sehr viel Geld steckt man rein. Ja. Leute, seid mir nicht böse, aber ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Netflix anschauen. Ich lade mein Handy auf. Thomas Scheu kenne ich, ja, den kennt man. Der ist eigentlich nicht mal so weit weg von uns. Genau. Leute, ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich gucke ein bisschen Netflix an. Ja, ich gucke mal, nicht Netflix, ich gucke Mayans an. Sons of Anarchy habe ich ja schon seit 2 Jahren durch und jetzt gucke ich mal Mayans die letzte Staffel an. Ich glaube, die haben jetzt eine neue Staffel rausgebracht, das will ich angucken. Und dann wünsche ich euch allen erstmal Gottes Segen und Morph, der beste Support, Morph, Bruderherz. Ich weiß, dass du hier drinnen bist, Morph. Liebe geht raus, Morph. Und alle Supporter hier drinnen, vielen, vielen Dank, ne, dass ihr da wart und mir zugehört habt. Und Leute, es tut mir mega leid, wenn ich ein bisschen zu laut war oder wenn ich ein bisschen unangenehm war. Das ist nicht das Ziel, das will ich ja gar nicht. Ja, dafür will ich mich nochmal entschuldigen. Und genau, Isabel, Dankeschön. Und genau, Leute, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Ich bin später nochmal da und ja, genau. Ich bin vielleicht so in 2-3 Stunden komme ich nochmal. Ja, nachher wird's interessant. Ich rufe mal den Manzer nachher an und dann komme ich mit dem Manzer wahrscheinlich dann live. Isabel, Dankeschön für den Follow. Du kriegst einen Follow zurück. Du musst es aber noch annehmen, ne? Also, Leute. Gottes Segen, ich wünsche euch das Beste und bis später, Leute. Ciao, ciao. So. Okay, das heißt? Ich wollte mal kurz Hallo sagen hier. Okay, alles klar, weil dann mache ich mit der Fragerunde weiter dann. Dann wünsche ich dir noch einen guten Tag. Soll zurückgehen, da wo der herkommt, ne? Die wer? Wo wohne ich? Geh zurück, wohne da ich in Deutschland. Wo wohne ich? Mein Lieber. Wo wohne ich? Wohne ich in Deutschland oder wohne ich in der Schweiz? Alles gut, hab den rausgekickt. Ich habe keine Ahnung, worauf der hinaus will, aber das hat keinen Wert. Der verschwendet unsere Zeit hier. Dann fangen wir mal mit denen an. Mal gucken, wie respektvoll die sind. Bin mal gespannt. Hallo, Kelmedi. Gottes Segen, was können wir für dich tun, mein Lieber? Ja, du hast ja gerade über Integration geredet, ne? Okay. Hast du überhaupt das ganze Gespräch mitbekommen? Ja, ich habe das teilweise, also so seit 5 Minuten habe ich es mitbekommen, ja. Nur 5 Minuten? Okay. Ja, um was ging es denn? Um die Anpassung in Deutschland. Nein, ich habe davor noch was gesagt. Um was ging es denn? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht mitbekommen. Okay, es ging darum, ich erkläre es dir und dann kann ich dir sagen, warum ich gesagt habe, One-Way-Ticket. Also guck mal, du musst dir mal vorstellen, wir sind hier in Deutschland, wir haben ja eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland. So, ja. Wenn jetzt irgendjemand in den Nachrichten über gewisse Dinge spricht, ja, oder gewisse Dinge liegen tut, kannst du ihm nicht den Mund verbieten. Warum? Das ist eine Meinungsfreiheit hier in Deutschland, wir können über alles reden und tun, was wir wollen. Richtig, Kelmedi? Ja oder nein? Nicht über alles, aber über die meisten Dinge, ja. Okay, so. Und wenn ich jetzt hier in meinem Channel über Religion spreche, was geht's den Leuten an? Ja, gar nichts. Dankeschön. So, das war's eigentlich. Ach so, aber du hast auch das Thema Integration angesprochen. Da ging es ja darum, dass man sich ja hier in Deutschland ja anpassen soll, ja. Wenn es jemand, sagen wir mal, die Ideologie hier in Deutschland nicht passt. Warum? Wenn wir hier, sagen wir mal, über gewisse Dinge sprechen hier im Channel, über Religion etc., dann hat er nicht das Recht, zu mir hier hochzukommen und mir zu sagen so, hey, warum redest du drüber? Einfach den Channel verlassen. Ciao. Aber nicht irgendwie hierher kommen und irgendwie mir sagen so, hey, darüber darfst nicht reden. Hey, ganz einfach, die Ideologie hier in Deutschland passt dir nicht, die Meinungsfreiheit hier in Deutschland passt dir nicht
Weißt du was? One-Way-Ticket, go back to your country. Simple and easy. Weil wenn mir Deutschland nicht gefällt und die Meinungsfreiheit hier in Deutschland nicht gefällt, ich sag dir ganz ehrlich, ich buche mir auch mein One-Way-Ticket und gehe wieder zurück da, wo ich hingehöre. Das ist ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Woher kommst du denn ursprünglich? Ich komme aus Ghana. Aus Ghana, okay. Ja. Gut, cool. Ja, na, mir ging es eigentlich um den Thema Integration, weil du auch Sprache und sowas angesprochen hast. Okay. Ja. Und jetzt nehmen wir mal an, es kommt jetzt irgendein syrischer Flüchtling, okay, oder ein irakischer Flüchtling, also aus irgendein Flüchtling aus dem Nahen Osten, der arabischen Sprache spricht. Okay. Der kommt jetzt hin nach Neukölln, sagen wir mal, nach Berlin, Neukölln. Das ist ja kein Problem. Aber ja. Braucht er dort wirklich die deutsche Sprache? Also er soll Deutsch lernen, ist doch klar. Wenn du in einem Land gehst und du weißt, du bleibst in diesem Land, na klar, du musst doch die Sprache sprechen, ist doch normal, ist doch logisch. Aber wenn sein Arbeitgeber Araber ist, wenn seine Nachbarschaft Arabisch ist... Dann soll er einen Deutschkurs machen, das ist doch gar kein Problem. Keiner hat gesagt, dass es ein Problem ist, wenn die hierher kommen. Oder egal wer, lass Afrikaner, Chineser sein, ist es doch scheißegal, wer hier reinkommt. Aber Hauptsache, man passt sich Deutschland an. Du kannst nicht hierher kommen und mit der Ideologie von da, wo du herkommst, dich hier in Deutschland ausleben. Das funktioniert so nicht. Ich kann jetzt auch nicht irgendeinen aus dem Busch aus Afrika nehmen, hierher bringen und dann fängt er an, draußen Menschen mit, was weiß ich, das geht nicht. Er muss sich hier anpassen. Das gilt für jedes Land. Aber wenn du gewisse Stadtteile hast, die überwiegend nur von einer Ethnie bewohnt sind oder da, wo nur Leute von dort wohnen, dann ist es doch die Anpassung schwierig, oder? Wie meinst du das? Nehmen wir mal an, du bist ja Ghanese. Du ziehst jetzt in irgendein Viertel, wo, keine Ahnung, 80% nur Ghanesen leben würden. Okay. Es gibt ghanesische Supermärkte. Also alles in deinem Umfeld ist eigentlich ghanesisch. So wie, nehmen wir mal an, Neukölln oder Kreuzberg oder viele andere Orte in Deutschland, wo halt Migranten in der Überzahl sind und spezifisch eine Migrantengruppe, wie zum Beispiel Neukölln jetzt, die Araber. Ganz kurz, ich bin gleich wieder zurück. Ich muss kurz was holen. Kleinen Moment. Ja. Kelmendi. Ja. Bist du Moslem? Ja, warum? Guck mal, wir haben ja mit eurer Religion gar kein Problem. Nur, wir haben was mit eurer... Was hat das damit zu tun? Lass mich doch kurz... Ja, ich erkläre dir, wir haben was mit eurer ideologischen Religion was zu tun, weil laut Islam muss die Scharia auch in Deutschland herrschen. Oder nicht? Wer sagt das? Und du weißt ganz genau, was die Scharia ist und was sie will. Aber wer sagt, laut Islam soll die Scharia in Deutschland... In der ganzen Welt soll die Scharia herrschen und Ungläubige töten. Aber das wollen wir nicht, weil Deutschland ein christliches Land ist. Deutschland ist ein christliches Land, ob du es willst oder nicht. Deutschland ist ein säkuläres Land. Nein. Deutschland hat mit dem Christentum sozusagen nichts zu tun. Es ist nur eine kleine Mehrheit in Deutschland überhaupt noch christlich. Über 40% der Deutschen. Das hat doch nichts damit zu tun, ob jemand Christ ist oder nicht. Deutschland ist ein anerkanntes christliches Land. Nein, Deutschland ist ein säkuläres Land. Also, ich werde das jetzt mal komplett korrigieren. Deutschland ist ein christliches und ein... Es ist christlich geprägt hier. Einer, der von draußen kommt und sagt, nein, es ist nicht so, ist ein Lügner, weil das ist ein christliches Land. Das ist einfach Fakt. Ein säkuläres Land. Was herrscht denn in Deutschland? Dann lass es ein säkuläres Land sein. Okay, ich werde jetzt auch darüber nicht diskutieren. Aber, nichtsdestotrotz sollte man sich trotzdem anpassen. Und guck mal, wenn man jetzt hier über Religionen spricht, okay, Moment. Aber wir können ja nicht irgendwelche Sachen in den Raum stellen und die so irgendwelche Lügen. In Deutschland Deutschland ist so christlich, dass aus Klassenzimmern und aus anderen Ämtern das Kreuz offiziell abgehängt wird. So christlich ist Deutschland. Ja, weißt du warum? Wenn jemand zum Bundeskanzler wird, warte mal, wenn jemand zum Bundeskanzler wird, was sagt er am Ende? So Gott mir helfen will. Oder nicht? Ich kann auch Agnostiker sein. Ich muss ja nicht, um Gott zu glauben, muss ich ja kein Christ sein. Ja, aber es steht drin.
Jeder, der Bundeskanzler wird oder Präsident, auch in Griechenland, im Namen, fangen die immer an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Deutschland genauso. Griechenland ist ein christliches Land. Deutschland ist ein christliches Land. Griechenland ist ein christliches Land, Deutschland ist ein säkuläres Land. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Warum sind die Kreuze verschwunden? Weißt du warum? Ja, in die Schule? Ja, weil offiziell die Christen in Deutschland nur noch eine kleine Minderheit, die haben nur noch, sind knapp über 50%. 40% des deutschen Volkes sind offiziell aus den Kirchen ausgetreten. Weißt du warum? Nein, das ist nicht. Du hast recht. Das gibt in Deutschland wenige Christen. Aber das Problem ist, dass die Muslime ein Problem mit dem Kreuz haben. Und genau das ist passiert. Die Mehrheit haben dann wütend, sie waren wütend, weil das ein Kreuz ist, da man Jesus sieht. Aber das ist ja schlimm. Das stimmt doch nicht. Das kam doch aus der SPD, das kam von den Grünen, das kam von der FDP. Weil die Mehrheit sich geweigert haben. Die Mehrheit hat sich geweigert. Die mehrheitlich nicht auch in Italien ist das so. Weil die Mehrheit sie haben die Kreuze weggenommen. Mein Freund, weil die mehrheitlich nicht christlich sind. Deswegen. Eine Frage, Kelmendi. Ja. Werden Ex-Moslems getötet, ja oder nein? Wo? Kommt drauf an, wo? Generell in den arabischen Ländern. In welchem Land zum Beispiel? Egal welches. In Irak zum Beispiel nicht, in Syrien zum Beispiel nicht. Es gibt viele arabische, es gibt 22 arabische Länder. Werden in Pakistan Christen verfolgt, ja oder nein? Habe ich mich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob Pakistan Christen verfolgt. Wo soll ich das wissen? Ich warte mal kurz. Babylon, my brother. Good morning, everybody. God bless you. Good morning, my brother. Tell me. The Christian nation, are they getting attacked by the Muslims here or no? Oh, yeah. Okay. No doubt. Where? Which countries? Every country. Oh. Hier, du hast einen Araber, mit dem kannst du drüber sprechen. Er kennt die Wahrheit. All you have to read the Pact of Omar. Look how they should treat the Christians. A church should not be built, a new church. Eine Kirche darf nicht gebaut werden. Wo, Leute? Wo? He's asking which country. This is any Muslim country. Any Muslim country. Jeden muslimisches Land. In der Türkei wurde letzte Woche eine neue assyrische orthodoxe Kirche gebaut. Die wurde offiziell von Erdogan eingeweiht. If you have a leaky faucet, water dripping from a faucet, you cannot fix it until the president or the mufti should sign a paper to fix it. Kelmen, deswegen wurde auch Hagia Sophia zur Moschee, gell? Ja, du redest von einer Zeit vom Mittelalter, yeah. 14. Jahrhundert. Nein, die wurde 2021, glaube ich, zur Moschee. Es war so lange ein Museum, jetzt auf einmal Moschee. Ja, wo ist das Problem? Ja, es war mal eine Kirche, das ist das Problem. Ja, aus dem 14. Jahrhundert in Spanien. Wie könnt ihr in einer Kirche, in einer Kirche beten, wo der Herr Jesus drauf ist? Verstehe ich nicht. Ist doch völlig uninteressant. In Spanien, die größte Kathedrale war auch mal eine Moschee. Und jetzt? Ihr habt die Kirche zur Moschee gemacht. Ja, und die Griechen haben Moscheen zu Kirchen gemacht. Nein, haben wir nicht. Natürlich. Wir haben ganz, ganz viele Moscheen in Griechenland. In Saloniki. Sogar in Athen haben wir eine Moschee. Ich kenne Griechenland. In Saloniki habt ihr Moscheen zu Kirchen umgewandelt, nachdem ihr die... Sag mir eine. Babylon. Yes, sir. I am pretty sure, my brother, we're gonna cook some people right now. Let's see. Anytime. Du kennst mich, ne? Ja, wir hören dich. Ja. Jemand? Komm von. Ja, also, ne? Einfach Fakten. Moscheen? Ne? Dein Mikrofon hört sich sehr schlecht an. Mein? Ja. Ist das besser? Ja. Okay. Also, Christen. Es gibt Verfolgung von Christen in arabischen Ländern. Nicht in arabischen Ländern, ganz wichtig. Nicht in muslimischen Ländern. Okay, in arabischen Ländern, aber wegen was denn? Also, wegen Leistungsweise leider nicht. Aber ich weiß, es gibt. Okay, stopp. Ja. Stop.
Du willst mir ernsthaft sagen, look, Babylon, do you hear what he said? He said, Christians are getting attacked, but he doesn't know why. That is his answer. Seriously. Halt mal, lass mich mal ausreden lassen. Is he a Muslim? He is a Muslim. Then he's a stupid Muslim, because this is in the Quran. Did you read the Quran? Yeah. Yeah? Okay. Yeah. Wait, okay? I'm asking you some questions now. Wait. You must wait, because I must start my PC. Give me the back screen, brother. This is medieval source. Pact of Omar. Guys, look at this one. Pact of Omar. Aber warum redet er nicht Deutsch? Weil er nur Englisch kann. Ja, aber das ist doch ein deutscher Stream von dir, oder nicht? Das ist gar kein Problem. Wird übersetzt. Here we go, guys. This explains everything. And Omar is not a prophet. Watch this. Okay, you read the whole Quran, all yeah? Are rules for against Christians. Let's take a couple of them. But wait. Do you read the whole Quran, yeah? Wait. You said yes. I said wait. Okay. You shall keep your gate wide open for travelers, for Muslims. We shall give them board lodge for 3 days for free. For any Muslim comes to your house, Flexa, for free. You gotta give them your bed, food, okay, for free, 3 days. Yeah. Woman, 3 days free. Okay. Which surah? Pact of Omar. Okay, wait. Yeah, but which surah? The number. Pact. You understand English? Pact of Omar. Omar. You shall not manifest our little religion. The Christians should not manifest in the streets. Wow. When you pray at church, you gotta pray mute. Musta, also, let me say it in German. Also, wenn ihr predigen tut, predigt ganz leise und nicht laut auf der Straße. Ihr dürft in den muslimischen Ländern auf der Straße euer Mund nicht aufmachen. Ja, aber warte. Das steht nicht im Koran. Das steht nicht. Warte mal, Lilium, warte mal. Wo ist jetzt dein Problem damit, Flex? Ist es dein Ernst gerade? Ja, es ist mein Ernst. Okay, keep going, Babylon. Nein, hör ihn zu. Christian, you should shave your front head. Half of the head, you should shave the hair. So people know you're Christian. Aha. Warte, Dings, wie heißt dieser Host hier? Flex. Okay. Moment, er will noch was lesen. Okay. You should respect Muslims. That's a rule. If a Muslim comes and you're sitting, you should stand up so the Muslim can sit down. Aha. Wenn ein Christ da sitzt und der Muslim kommt, muss der Christ sofort aufstehen, dass der Muslim sich hinsetzen kann. Wow, very interesting. Flex, frag ihn mal, ob er den Koran gelesen hat. Babylon, he's asking if you read the Quran. I said yes, and stop asking. Just learn now. Okay, then say me. Lass ihn das doch zu Ende machen, kurz. We shall not build in our cities or in their neighborhood new churches, no new churches. That's a rule, that's a law. Das ist sogar ein Gesetz dort, okay, krass. Churches, monasteries. Keine Kirchen, es ist Gesetz.
convents, monks, fell, shall not repair. Don't fix it. Don't fix the church. Yeah. Don't fix the church. Nor shall we fix. Okay, krass. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gute Quelle. Okay. Okay, also, ich frage ihn jetzt mal etwas. He wants to ask you a question, Babylon. Not yet. When we are okay, okay. Noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. Not yet. Okay. The list is long. Give me a sec. Aber warte. Ich kann noch was über die Bibel erzählen. Nein. Wir haben hier gerade das. Es geht gerade um das. In ruin. So the, when the church crumbles down and is done, keep it like this. Don't fix it. Okay. Yeah. The idea is no more churches, no more Christians. No more churches, no more Christians. Okay. That's what they want. I see. Omar ibn al-Khattab. This is given by Omar ibn al-Khattab. Erstmal guten Abend, Omar. Guten Abend, alle jungen Leute. Ganz gut. Omar ibn al-Khattab, this guy, the best man after Muhammad. Mm-hmm. Okay. Arian Berisha, sag es auf Englisch. Wenn du was sagen willst, red ruhig auf Englisch. Babylon wird dir schon antworten. Okay. Er hat gesagt, er kennt den ganzen Koran nur auswendig. You said you can... Nein, auswendig kann er nicht, aber er hat es gelesen, ja. Okay. You said you know the Koran, ja? Yeah? Okay. Yeah. You just know the side, okay? You know just that what you see actual. Then the rest you don't know how I think, okay? Because in Al-Baqarah, Vers 62. Wait, ganz langsam. Al-Baqarah? Mm-hmm. Vers 62. Alright, let's see. Maybe we can find also the Surah 9, verse 5. We can also find that. Babylon, I guess you got some great verses for them. Okay. What is it? What do you want it? I said you might have some very good verses for them. Oh yeah. Al-Baqarah, Vers 62 will ich. Ja, sag's ihm. Soll ich sagen? Ja, du kannst also, ihm sagen. Du musst ihn den Vers nennen. Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, Vers 62. Surah Al-Baqarah. Okay. Verse number. 62. Okay. Ja, okay. That would be very interesting. Für die Deutschen kann ich schon mal sagen, diejenigen aber, die glauben, und diejenigen, die Juden sind, und die Christen, und die Serber. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Gutes tut, dem wird sein Lohn beim Herrn sein, und er wird kein Unheil über sie kommen und sie werden nicht traurig sein. Mhm. Somit sage ich so, ne, wie ich es da verstehe, echte Juden und echte Christen, ne, echte sage ich, ne, weil es gibt auch falsche, das ist einfach Tatsache, das ist halt so. Und was beweist das? Die kommen im Himmel, es steht so. Und das heißt, warte. Bei euch heißt, warte. Wenn man den Islam nicht angenommen hat, kommen wir in die Hölle, was redest du? Hier steht's. Ich bin doch nicht dumm. Ich kann doch lesen. Ja, dann ist es aber ein Widerspruch. Okay, Babylon, warte mal. Da steht. Nee, ja. warte, du kurz. Da steht die Echten, ne? Die Echten. Weil die echten Christen und die echten Juden. Was bedeutet überhaupt Muslime? Nennen wir mal, was Moslem bedeutet. Gott ergeben. Und sind Christen und Juden Gott ergeben? Ja, eben. Ja. Dann habe ich das schon selbst erklärt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, aber es ist nicht Isa. Was ist mit Isa? Wer ist der Vater von Isa? Warum heißt Isa mit Mariam? Das ist ja Widerspruch an sich. Die Mutter ist Maria. Okay, ganz kurz. Babylon.
Babylon. Yes, sir. The dude said, he said, in the Quran, it's written, if you're a real Christian or a real Jew, you will come to the paradise. That is what's written in the Quran. That's what he says. But in the Surah 9:5, you can read that we are not accepted. And in the Quran, it's also written that if we do not accept the Islam, we are going to hell straight up. Even in the Hadiths, you can find those things. So what is this guy talking? He's right. And you are right. And both sides, you're right. Yeah. You know what's going on? The Quran is wrong. Okay. You know why? No. Hey, bate. You know why? Allah doesn't know. Wait. No, please. Wait. Why? The one who wrote the Quran has a problem. Contradiction. Allah one day go right and then go left. Go up, then go down. Contradiction. He's right. It says here, whoever believes in Allah and the last messenger, last day, and he's doing good. And who are these people? The one who believed, the Muslim. This, you have a problem with this verse anyway. I can teach him that. The Christians, the Sabian, even the Sabian guys, the Sabian, wait, here. Okay, the believed, who believed, are the Muslims. The Jew, wow, the Jew, yeah. The Christians and the Sabians. Sabian, they don't believe in nothing, basically. No God, no nothing. They go to heaven? Yes. Why? Because if they believe in the in Allah, let's say God, which is Allah, doesn't mean God, but let's say God. No, and the last day, and did righteousness. That means they did good things. They go to heaven and they don't have to be sad. Okay, cool. But look at the guys. Look. Wait, Babylon. Let me correct that very quick. So if a real Jew is accepted to go to heaven, so why are they fighting Jews right now? Contradiction. Warte. Wir greifen die Juden nicht an. Heute nicht. Also was laberst du von heute? Meinst du wegen Israel und Palästina-Krieg? No, don't go to Palestine. Don't go to Palestine. Okay. Wir gehen jetzt egal. Wir gehen jetzt nicht zu Palästina. Yeah. Wir bleiben The land of Palestine belongs to the Jew. I can show you in the Quran. The land of Palestine, that belongs to the Jew. This is a promise in the Bible and in the Quran. Done. So watch this, guys. Who are those Christian, Jew, Sabian, all these guys? I can tell you who they are. I tell you, because the book tells us, not you, not me. Before the prophet, it says, watch this, guys. Let's read. I don't talk, you don't talk, the book talks. Yeah. Sahih International. Indeed, those who believed and those who were Jews, or Christians, or Sabians, before the Prophet, before Muhammad. We have a problem. Not all Christian, not all Jew, not all Sabians, not all who believed before Muhammad. We had Muslims before Muhammad. We have a problem. No, that's a problem. It's a contradiction. Nee, das ist kein Widerspruch. Nee, das ist gar kein Widerspruch. Ich habe doch dort gerade vorhin selber gesagt, was Muslim bedeutet. Dort Gott vergeben, aber hast du ihn nicht verstanden, was er gesagt hat gerade? Er hat gesagt, bevor. Okay, bevor. I think he's not listening. Read it again, please, Babylon, my brother. Please, read it again. We have a contradiction. Indeed, those who believed, Muslim, and those who were Jews or Christian or Sabian, before the Prophet, before
the Prophet. Before Prophet. So we had Muslims before the Prophet? You have a problem in this verse. You have Muslims, they believe. Before the Prophet? This doesn't make sense. Wait. Did you read the Arabic one. Oh, you gotta go to the Arabic one? Yeah, okay. Babylon! Oxen below! Oh, Udu Billahi! Udu Billahi! Inna alladhina amanu walladhina hadu amanu Muslims hadu an-nasara was-sabiina min amana billahi wal-yawmil akhir wa amala salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. And still the same problem. Did you understand it? Who believed? Yeah, amanu believed. Who before the Prophet? Muhammad should be the first Muslim. Muhammad is the first Muslim. The first Muslim. Yeah. Who believed before Muhammad? Nee, er ist nicht der erste Muslim. He said he's not the first Muslim. Wo? Muslim. What does Muslim mean? Bruderherz, bitte. Okay. Wer war der erste gottergebene Muslim? Der erste war, ich muss schauen. Oh my God, Babylon, he doesn't know the answer. Oh my gosh. Ich bin kein Muslim. Watch. Oh man. Chapter 6. Wait, Babylon, my brother, was Adam a Muslim? No. Okay. Watch this, guys. Chapter 6, verse 14. 6:14. I can give you more, huh? But this is just one of them. Chapter 6, verse 14. Say, it is other than Allah I should take as a protector, okay? Creator, cool. Of the heaven and the earth. While it is He who feds and not fed. Say, O Muhammad, watch this. Indeed, I have been commanded by Allah. Allah commanded Muhammad to be the first who submit Muslim. Among you, first Muslim, among you Muslims. The first Muslim. Okay, so Allah. Wait, let me make it clear. Wait, give me a second, Babylon, my brother. You are amazing. And I know you're, it's fact, this is fact. So, guck mal, Bruder Herz, Arion, ich habe dich gefragt, wer war der erste Muslim? Du hast gesagt, Adam. Ich habe gesagt, ich muss schauen, aber okay. Okay. Ja, aber Adam die Schade ausgesprochen. Ohne die Schade ist er kein Muslim. Genau. Shahada? Anybody who took a Shahada, he's a Muslim? Aliso? Yes. What's it? Not Shahada, it's not a Muslim. You're right, my brother. English. Das weiß ich nicht, weil ich sage ja selber, ich habe nichts, ich bin kein Muslim. Aber warte mal, wait, I don't understand. Yeah. Babylon, give me a second. Right now, this guy say he's not a Muslim. Aber du hast doch vorhin, wo du reinkamst, wegen was bist du dann hier? Wegen was? Ich komme aus Albanien und bei uns herrscht Religionsfrieden. Erstmal das, ne? Ich beschütze meine Brüder, sag ich mal so. Okay, bist du Christ oder Muslim? Nee, weder noch. Also ein Atheist. Ja, es gibt mehrere, ne? Orthodox. Es gibt nicht nur Christen und Moslems. Es gibt Juden. Okay. Ja, dann ist das Thema vorbei. Dann passt das. Dann wünschen wir dir trotzdem einen schönen Tag. Wieso? Aber wie gesagt, ich sag dir höchstpersönlich kein Wort. Du bist auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall ein Moslem, aber ist es nicht so schlimm? Das spielt doch gar keine Rolle.
Ja. Mhm. Und du bist? Ich wünsch dir trotzdem einen schönen Tag noch. Und du? Babylon? Mm. Yes. This bro is a liar, man. Oh my gosh. He's a Muslim or not? He said he's not. He's not Christian, he's not Muslim, but when he came inside, he wanted to speak about it. Yeah, yeah. So, okay. Alicio. Yes. Whoever took Shahada, he's a Muslim, right? Yeah. Ich verstehe ihn schon, aber ich rede nicht so gut, Flex. Kannst du ihn übersetzen? Ich habe gefragt, ob Adam die Shahada ausgesprochen hat oder nicht. He's asking if Adam speaks the Shahada. I give you better than Adam. Allah himself took a Shahada. What? Who? Allah spoke the Shahada. Allah took a Shahada. In the Quran. In the Quran. Allah took a Shahada. In the Quran. Watch this, guys. Chapter 3. Oh my God. Man, come on. Verse, let's go. Show me. Verse 18. Chapter 3. Verse 18. شهد الله انه لا اله الا هو Watch this, guys. Chapter 3, verse 8. Allah himself bears witness. I'm going. Bears witness that there is no God but He. Shahada in the Quran. Allah bears witness. Oh my God. Also, Allah hat die eigene Shahada ausgesprochen. Man, you have to give me the first, because this is amazing. 3:18. Okay, let me read it. Allah. Yeah, yeah. Allah himself bears witness that. Witness? That? Witness that there is no God but. But? He. He. But? But he. But he. But he. But here's a problem. Who are the witnesses? Yeah. Who's the witness? Okay. And likewise, do the angels, and the angels took Shahada, and the man, who possess knowledge, of like knowledge, the scholars, okay, bear witness in truth and justice that there is no God but He, okay, the Almighty, okay, cool, the all wise Allah. Allah. But who's the first who took a Shahada? Allah. 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 Also Allah hat die Shahada selbst ausgesprochen. But there is a problem. Where is Muhammad Rasulullah? The next verse. Ashhadu la ilaha illallah. Where is Muhammad Rasulullah? Where is it? Yeah, Shahada is cut. No Shahada, no Muhammad. No Muhammad, no Shahada. In the hadith. The whole Shahada, it's in the Hadith. But Quran Shahada. Babylon, you're a lion, man. A'udhu billah. A'udhu billah. Man, Babylon, you're a freak, bro. You are a freak. I know. That's why Muslims, they run away from me. They run away. And this is in Arabic is way worse in Arabic. Yeah. Because look in English, Allah himself bear witnesses. Witness, okay? Witness. Here in Arabic is worse. Why? Shahida. You see those three lines? Yeah. That makes it past tense. And so in English should be Allah himself bear witness the witness? Oh, pass.
It's not now, it's not future, it's past. Yeah. Problem. Where's the witnesses? Yeah, that's Allah taking shahada in the Quran. Also, Allah is taking himself, he's giving himself a shahada. Oh my God. Yeah. Yeah. Oh my God. Yeah. 18. So who is Allah's God then? Yeah. Oh my God. Oh my God. Let me show you another problem. Another problem. Man, send me the verse in my private DM, please. Don't forget. Okay. Send me the verse in the private DM because this is a huge problem. Oh yeah. Wow. Oh yeah. Also Gottes Segen, liebe Leute, Gott segne euch. Ich wünschte mir, du hättest diesen jungen Mann von vorhin wieder hochgehoben. Ich hätte nur zwei ganz kurze Fragen an den. Ja, das Problem ist, wir haben gemerkt, dass er ein Lügner ist, deswegen haben wir den jetzt einfach rausgeschickt. Also ich würde ihn schon gerne nur zwei ganz wirklich kurze Fragen stellen. Das wäre nicht groß ist. All right, my brothers. So, chapter 33, verse 56. Yeah. Chapter 33, verse 56. 56. 56. Yeah. Hey, hi, Aram. How you doing? Yeah, hi. Inna Allah wa malaikatahu yusalloon. Oh, okay. Ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu. Sallu, okay, alayhi wa sallamu taslima. Mm-hmm. Okay, let's read it in English first, then I'll translate. Saluna. Saluna. Yusalluna. Yeah, that's a pretty big problem here. Yeah. Okay. Look how they translate it in English to deceive. Yeah. Indeed, Allah confers blessings upon. Okay. On the Prophet. Okay. Like angels. Ask him to do whatever. All you who have believed, ask Allah blessings upon him and ask peace. Very, very wrong. And this? Confers blessings. That's... So there are confers and blessing Muhammad. Yeah, but Arabic doesn't say that. Wow. In Arabic, okay. Arabic says what? Falsch übersetzt. Die haben das mit Absicht falsch übersetzt. Okay, verstehe. Flex. Ein Moslem will hoch. Ja, wenn er respektvoll ist, gerne. Warum nicht? Gucken wir mal. It says, Allah, it is Allah, indeed Allah, and his angels. Yusalluna are praying. Allah so praying. They're praying Muhammad. They're praying to Muhammad. On the Prophet. On Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yes, when you say Sallah, it's no sending blessings. Because blessing is baraka or barakat. Here says Yusalluna. What is the blessing? Two different things. Saluna. Yeah. Yusalluna ala nabi. So the problem here, Allah is praying. To who? To Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeah. No. They are praying on him. Ala nabi. On him. But Allah is praying to who? Who is the God of Allah? Schau mal her, der sagt, Allah betet auf Mohammed, aber zu wem betet Allah? So. Genau, who's praying to Allah? Yeah. Who Allah to is who, praying to? To who? To who praying Allah, you mean, yes? Yeah. Yeah. Also zu wem betet Allah, sagt er. This Allah has insane. God? Allah has a God? Yeah. Somewhere? Babylon. Yes, but it's really wrong to translate it in German or in English. I don't know what it says in German. In English, it's wrong. I read it here in German. It's like English, but English it's also wrong translated. No?
Of course, my brother. Because they don't want to see Allah is praying. Yes. But I can show you, they all lie, all Muslims lie. But I can show you Muhammad Hijab. He's trying to fix this by saying Allah, he's not praying for the Prophet. He's praying on the Prophet. On the Prophet. But we don't care if it's on or for. Allah is praying still. There's a problem. But why is Allah praying on them? Schau mal her. Just a moment, please. Flex, schau mal her. Es ist ganz einfach. Allah betet über den Mohammed. Aber zu wem betet denn überhaupt Allah? Also dann muss zu wem betet Allah? Dann muss dieser Allah auch einen Gott haben, quasi, ne? So ist es, fertig. So muss es verstehen. Wow. Ja. Wow. Wow, this is crazy. Babylon, give it better. Come on, show it better. Come on. Hey, show the other verse. Let's go back to the other verse. Can I ask Babylon a question? Yeah, sure. You can go. First of all, how you doing? I'm good. How are you guys? We're doing amazing. What kind of question do you have? Babylon, do you Arabic? Yeah. Yes. Are you Christian? Yes, I'm a Christian. Yes. And yes, sir. How much? Yes. Like, which country are you from? Ja, Bruder, kann man nicht auf Deutsch machen, dann eine Übersetzung. Ja, übersetzen. Lass dich ruhig auf Englisch reden. So, do you live in Germany? Do you want to marry me? No. I don't want to make you pay for where I'm from, where I was born, what's the color, what... No. Do you want to marry me? Do you feel uncomfortable asking you simple questions, or...? Well, this is too personal. Let's get to the body of what's going on. Do you live in Germany? This is one of my questions. No. Do you know? No. Okay, so because we were talking the subject before about integration. Okay, but we are not speaking about integration. We're speaking about this one now, right now. Okay. Do you want to talk about integration? We can talk, no problem. No, I'm talking to the host right now. You said like... Okay, this is not the topic, so I wish you a nice day. All right, bye-bye. So this is not the topic we have right now. So is there any Muslim that wants to come up? It's no problem. Here we go. Because this is not the topic. We're not speaking about integration right now. Dave, actually, the Muslims, they're not supposed to move to any infidel country. Because the Sharia law is not the law of the land. Yeah. Muslims should not go to Europe, America, Australia. They should not. In the Quran, it's illegal. It's haram. It's haram. Because they live under the law. They live under the law of a Christian or a Jew or atheist, agnostic, and this is haram. Yeah, absolutely. I agree with you. Is Dave a Muslim? Dave, was können wir für dich tun? Dave, hello. Okay, so I'm gonna kick him because he's not responding. I think he's busy. Okay, all right, doesn't make sense. Dave, hello. I'm giving you a chance. Hello. Bist noch da, Dave? No. Okay, bye bye. All right. So, Jan, yes, my brother. Muslims, they have the permission to lie in three. It's taqiyya. Enemy. Taqiyya. No, without taqiyya. Taqiyya is different. Mm-hmm. Three lies. To your friends, to your enemy, to your wives. Okay. Taqiyya is like water. You drink water every 10 minutes, 15 minutes, you can lie. But this is permission from Allah to lie. It's a permission from God to lie. Yeah. In three. To your enemy, to your friends, to your wife. Wow, okay.
So any Muslim will tell you anything they want, they're a liar. Don't never trust a Muslim. They okay. eat pork, which is... they No. Pork is halal. Unikatel, whatever your name is. Pork is halal in Islam. Pork is halal. Can you show it? Yeah. Also, Schweinefleisch ist halal im Islam, Leute. Jetzt will ich die Quellen sehen. Bin echt gespannt, ne, ob das stimmt. Ich weiß es nicht, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wow, this is crazy. Yeah, there is a condition for it, but it's good. It's halal. Okay. This is very interesting. Das ist jetzt sehr interessant. Halal, wie halal? Halal, man darf Schweinefleisch essen, it's halal. Das ist nicht haram, it's halal. So viel Bockwurst verpasst. Hamudi. So viel Bockwurst verpasst. Hamudi, du hast viel Bockwurst verpasst. Jungs, pass auf, es ist Flex, pass auf, mein Lieber. Jetzt ist eine super Geschäftsidee. Wenn wir das jetzt hier enthüllen und tatsächlich ist dann der Schwein halal, Alter, wir müssen da investieren. Ich sag dir ganz ehrlich, wir müssen uns in unseren Gemächern verstecken. Weil ich sag dir ganz ehrlich, Babylon Staatsfeind Nummer 1, ich bin sowieso Staatsfeind Nummer 1. Oh Mann, ey. Ich sag dir, wir sind die größten, wir sind hier richtig Staatsfeind Nummer 1 hier. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Wir sind alle Ethologie. Wir machen alle Ethologie. Naja. Ja gut, wir leben in Deutschland. Wir können über alles reden und tun, was wir wollen. Also wenn es jemandem nicht passt. Wie geht's euch? Alles gut. Hey, aber wir können jetzt die Schweineproduktion jetzt richtig ankurbeln, Leute. Jetzt mal ohne Witz. Business mit Schweine, okay. Oh Mann, ey. Oh Scheiße. Na ja, gut, jetzt holen wir mal einen Josef Hof, mal gucken, ob er respektvoll ist. Schauen wir mal. Hallo Josef, Gottes Segen, was können wir für dich tun, mein Lieber? Ja, hallo, guten Abend zusammen. Guten Abend. Ja, wie geht's? Gut, was können wir für dich tun? Ja, ich wundere mich, was dein Thema hier ist. Warum ziehst du auf die ganzen Muslime her und versuchst den Islam zu widerlegen? Was meinst du zu widerlegen? Weil ich jetzt aus den Büchern zitiere oder wie meinst du das jetzt? Weil du jetzt noch nicht mal einen Beweis hast, ja, aber schon darüber herziehst, dass der Islam schon Schweinefleisch erlaubt hat. Nee, Babylon hat gesagt, er holt die Quelle. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt mal gespannt. Wo ist das? Ich kann dir hundertprozentig sagen, da gibt's keine Quelle. Okay, werden wir ja gleich sehen. Ich weiß es ja nicht. Ich habe ja selber gesagt, ich weiß es nicht. Aber wenn das stimmt, dann bin ich mal gespannt. Aber guck mal, Josef, eine ernste Frage. Guck mal, wenn dir, sagen wir mal, der Channel nicht passt oder wenn dir generell das, was ich hier sage, ja, nicht passt und du weißt ja ganz genau, wir haben in Deutschland eine Meinungsfreiheit. Warum kommst du dann hier hoch? Ja, weil du die Leute irritierst. Nein. Ich lese das, was hier steht. Nicht, ich versuche zu irritieren oder zu verwirren. Ich lese das, was hier steht. Ich versuche doch nicht irgendeinen Scheiß zu labern, wenn das hier drin steht. Also ich verfolge dich ja schon eine Weile. Also du hast ja hier in deinem Kanal schon mehrere Leute hochgebracht, die, keine Ahnung, verbal sich wahrscheinlich nicht so gut äußern können. Und da hast du schon versucht, die einfach nur zu erniedrigen oder zu provozieren, sodass die dich, dieser eine Junge, der dich da versucht hat, verbal zu attackieren, bezüglich, da hast du den auch nur, einfach nur, ja, aufs offene Messer laufen lassen, ja. Also,
Verbal kannst du mit jedem argumentieren. Rede doch mit Leuten, die, sage ich mal, mehr Ahnung haben vom Islam, anstelle solche Leute zu sehen wie der Medien. Ja, hör mal, lass mich mal gerade aussprechen, bitte. Also anstatt solche Leute, die kein großes Wissen haben, ja, wie der Mädchen das letzte Mal, ja, und den zu argumentieren zu lassen und den einfach so aufs offene Messer zu laufen zu lassen und einfach nur von ihm herauszukitzeln, was er falsch machen könnte. Versuch dich doch mit anderen Gelehrten auseinanderzusetzen. Was soll ich denn machen? Lass doch bitte mal ganz kurz aussprechen. Lass doch mal bitte gerade aussprechen. Du kannst dich gerne mit Gelehrten, ja, mit anderen Gelehrten, die mehr Erfahrung haben, zusammensetzen und sachlich diskutieren. Ich bin der Meinung, man sollte weder das Christentum irgendwie belächeln, noch sollte man den Islam irgendwie belächeln. Wenn man versucht, eine richtige Diskussion zu führen, dann sollte man das wirklich glaubhaft und ehrlich machen und nicht immer irgendwie, das steht im Koran so und das steht im Christentum so. Das ist doch totaler. Ja, bitteschön. Okay, Yusuf, erstens, die Leute kommen hier freiwillig hoch, ja? Ich ziehe die Leute hier nicht hoch. Wenn sie hochkommen wollen und drüber sprechen wollen, gerne. So, wenn die kein Wissen haben, warum kommen die dann hoch? So, wenn sie übers eigene Messer laufen, das ist doch deren Problem. Trotzdem zitiere ich das, was hier drinnen steht. So, und wer damit ein Problem hat, der braucht diesen Channel gar nicht anschauen. Guck mal, ich erzähle dir jetzt mal was, Yusuf. Wenn ich jetzt in den anderen Channels reingehe und ich sehe, so wie Hamdi, jeder hier drinnen kennt Hamdi, der beleidigt die Christen bis aufs letzte Buchstaben, bis wo es nur noch geht. Moment, er beleidigt sie, wo es nur noch geht. So, und wenn wir hier drinnen aus den Büchern zitieren und du kommst hier hoch und du hast ein Problem damit, schau dir diesen Channel doch gar nicht erst an. Wenn dich dieser Channel so triggert und so nervt, schau es dir nicht an. Ich zum Beispiel gehe nie bei Hamdi rein. Warum? Der juckt mich kein Zentimeter. Der juckt mich kein Zentimeter. Oder Liebe zu Hadith, zu diesen Channels gehe ich schon gar nicht rein. Warum? Die jucken mich nicht. Ich bin hier, ich mache meinen Content. Wenn dir dieser Content nicht passt, warum kommst du überhaupt da rein? Es tut mir leid. Also wenn du da schon keine normale Diskussion führen willst, zum Beispiel, ich sage ja nicht, dass du unbedingt zu Hamdi gehen musst. Aber Liebe zum Hadith hat sie tausend zahlreiche Sachen widerlegt gegen den Christentum. Ja, so, wenn ihr da wirklich einen Funken Anstand habt, ja, dann könnt ihr da eine offene Diskussion führen, ja, und anständig miteinander verbal kommunizieren und die Sachen anständig miteinander diskutieren. Yusuf, okay? Yusuf ist emotional. Hamdi und Joker, die jeden Tag live sind und Jesus Christus beleidigen, gehst du zu ihnen live und sagst ihnen, sie sollen aufhören. Nehmen sie dich jetzt ernst, ja oder nein? Wenn du ihnen das fragst. Also ich kann dir mal zeigen, du kannst mal auf meinen Channel gucken, wie viele Leute von den Christen sich einfach nur lächerlich hinter den Islam so lächerlich gemacht haben und über sinnlose Sachen ablästern und ablachen, obwohl das gar kein fundamentales Moment. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch gar nicht fertig. Guck mal, ich habe noch die Frage gestellt gerade. Du offen in den Islam schauen. Wenn du doch so, die Wahrheit warte mal, Daniel. Willst, Danielo, warte kurz, Bruderherz. Warte kurz, Bruderherz, Danielo. Yusuf, du musst doch gar nicht hier hochkommen und überhaupt diskutieren. Wenn dir das nicht passt, geh doch einfach raus. Warum kommt ihr überhaupt dann hier hoch, wenn ihr ein Problem damit habt? Wozu? Ich habe ein Problem damit, weil das meine Religion ist, darüber, wo du herziehst. Okay. Verstehst du? Menschenfreiheit, mein Freund, wir leben in Deutschland. Junge, es gibt Grenzen dafür. Deine Freiheit endet da, wo meine Freiheit anfängt.
ganz kurz. Deine Religion entlarvt wird. Ganz kurz, zwei Sätze. Yusuf, schau mal her. Ich verstehe auch, was du meinst. So ist es ja nicht. Aber das Problem ist, Moment, das Problem besteht hier. Wir tun ja nicht irgendetwas dazu interpretieren oder philosophieren und umändern. Das Problem ist, wir zeigen die Schriften. Wir zeigen eure Schriften. Wir tun sie nicht verändern. Wollen wir bitte authentische Quellen, nicht Hadith.com oder diese von Christen selber erschaffene Hadith. Sunna.com ist eine sehr bekannte Seite. Sunna.com ist nicht authentisch und da sind mehrere Fehler drin. Ja, Yusuf, hast du einen Koran? Ich will jetzt nicht in die Debatte mit euch gehen. Es ist nur eine Frage. Hast du einen Koran? Ich habe mehrere Koran. Auf Deutsch, auf Chinesisch, auf allen Sprachen habe ich das. Sehr schön, sehr schön. Und wenn du zu uns sagst oder beweisen kannst, wenn wir dir eine Sure raussuchen mit dem Hadith, ne? Wenn wir da das falsch interpretiert haben, dann bitte mach deinen Koran auf und tu uns eines Besseres belehren. Weil wir haben halt nur diese Quellen da und wenn du meinst, die sind gefälscht, dann hast du ja den originalen Koran, dann werden wir dir ein, zwei Suren sagen, schlag auf und dann schauen wir, ob wir hier falsch gelegen haben oder nicht. Und wenn wir nicht falsch gelegen haben sollten, dann bitte tut euch das abgewöhnen, dass wir eure Sachen versehen. Yusuf, wir lesen aus den Schriften. Wenn du sagst, Sunna.com ist gefälscht und was dann hast du einen Koran, schlag ihn auf, wir können den auch mit dir mitlesen. Wenn du doch selber einen Koran hast, dann schlag doch nicht Sunna.com auf, sondern eine authentische Seite. Yusuf, du hast es immer noch nicht verstanden, worauf wir hinaus sind. Moment, Aram. Nein, bitte, ich möchte erstmal auf Aram antworten. Du redest die ganze Zeit, ich soll mit dir jetzt debattieren darüber, über den Islam, ja? So, es gibt dich zahlreiche. Du willst mir gar nicht zuhören. Dann kannst du auch rausgehen. Moment, darf ich mal antworten oder nicht? Ja, ich komme nicht mal zu Wort, weil du redest ununterbrochen, ohne dass man überhaupt was sagen kann. Ich wurde jetzt angesprochen von Aram, oder? Oh mein Gott. Wenn es dich Flex, lass ihn mal kurz antworten. Schau mal her. Erster Punkt. Also ich bin hier nicht reingekommen, um mit euch über den Islam zu debattieren. Yusuf, I heard he's talking about Sahih. Does he agree with Sahih Bukhari? Ich habe tatsächlich den Koran auf Türkisch, auf Arabisch und auf Deutsch hier. Von den Übersetzungen stimme ich dir einigermaßen schon zu, aber schau mal, mein Lieber, wir können nicht die ganzen Schriften des Islams bei uns parat haben. Dann brauchst du ein paar Millionen und dann brauchst du ein paar tausend Jahre Zeit, bis du alle durchforstet hast. Deswegen sind es islamische Quellen, deswegen haben wir da Zugriff online darauf und deswegen tippen wir da drauf und wir kommen. Und falls einer von euch meint, wirklich, die sind falsch übersetzt, dann bitte, es gibt ja arabisch geschriebene und ihr habt ja den Koran, dann kommt's doch und wir können doch damit deswegen diskutieren. Das ist doch gar kein Problem. Wenn es euch so stört, dass man eure Bücher verfälscht hat oder gefälscht sein sollen, dann bitte schlagt eure Korane. Ich sage nicht, dass die verfälscht sind, aber die arabische Sprache ist eine so hochkomplexe Sprache, dass ich als selber Araber, ja, die noch nicht mal so gut beherrschen kann, weil ich selber hier in Deutschland aufgewachsen bin, ja. Aber das ist, wenn du oder wer auch immer sagt, ich verstehe das, ja, und er ist noch nicht mal ein Araber, dann was soll ich sagen? Ich bin Araber und das Arabisch ist so eine hochkomplexe Sprache, die noch nicht mal einer Nicht-Araber verstehen kann. Wie soll das denn gehen? Also Gottes Segen, wir haben so viele Christen, die Arabisch perfekt können, weil sie aus Arabien stammen und die tun das uns auch übersetzen auf Deutsch, auf Englisch, auf Arabisch, auf Aramäisch. Also von dem her, schau mal her, sei gewiss, dass die Sachen auch dementsprechend richtig übersetzt werden. Der liebe Babylon kann Arabisch, da haben wir noch ein paar andere, der
der Panischer kann Arabisch, der Jodi kann Arabisch, der Ali kann Arabisch, perfekt Arabisch, also von dem her, also komm mir bitte nicht daher, dass man diesen Arabischen nicht so perfekt übersetzen kann. Weil also wenn ich, kann dir von dem Babylon kurz mal sagen, Entschuldigung, ich kann dir gerade sagen von dem Babylon, da wo er gesagt hat, in Allahu, dass er der Prophet, die Engel und die Propheten, den Mohammed. In Allah wa malikatuhu yusaluna ala al-Nabi, yusaluna ala al-Nabi. Yusaluna ala al-Nabi. Sie beten auf Mohammed, auf den Propheten. Sie beten auf den Propheten. Was ist die Meinung, was ist die Bedeutung davon? Mein Lieber, oh, die Bedeutung Yusaluna, was bedeutet Yusaluna? Was steht da Yusaluna oder Yusaluna? Wait, guys. Yusuf, was genau steht about Yusaluna and Babylon? Okay. What do you say at the end of your prayer when you're done? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Sah? Is that right? Yes. What's the difference between barik and salli? Two different words, and you say two different sentences. What the first one means, what the second one means. Go ahead. In the tafsir von Ibn Kathir, it also says Allah's Salah. Allah's Salah. Salah, yeah. So, Yusuf, you're not talking anymore. You talk too much. See, I gave you two sentences. Poof, Yusuf is gone. Nein, no. Du verstehst die Bedeutung davon. Chef Google, find a way out. What those two sentences means. When you're praying, when you're done, at the end of the prayer, when you're doing dua, you say, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And then next sentence, you say, Allahumma barik. Barik. The first one, salli. The second one is barik. What's the difference between these two? The first is prayer. The first is prayer. Wait, no. Wait. Yusuf, let's go. Yusuf. Yalla, tahki, Yusuf. Yusuf, I'm waiting, Yusuf. Yusuf, what? Ich habe euch gesagt, ich führe hier keine Debatte. Ja, I'm here, Babylon. See, Babylon talks, Muslims, boop, kaputt. Yusuf, du redest hier mit Leuten, die sich damit auskennen. Das ist eine. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier Debatten führen möchte. Ich rede darum, dass er gerade sagen wollte, dass der Schweinefleisch erlaubt ist, ja, im Islam. Und ich habe dir gesagt, 100% kann ich dir sagen. Okay, Yusuf. Babylon, show the verse where it's allowed that the pig is halal. Please, go on. Oh, okay. Challenge? Yeah. Challenge? Okay, challenge. Yusaluna. No, not that one. It's a different one for the pig. But yeah, before we show that, wait, brother. I want to read this for Yusuf. Sahih Bukhari, guys. 6-8 guarantees me. Yeah. What is between his legs? Okay. His private, yeah, parts. Yeah. What is between? What is between? Yeah. His jaws. Okay, his tongue. Okay. I guarantee him paradise. Aywa, subhanallah. Muhammad. Yusuf, Muhammad saying, I guarantee you. Guys, only him, huh? Him. Yeah, okay. Zeig mal die Quellen. No, Yusuf. Zeig mal die Quelle. Yusuf, I'm talking. Zeig mal die Quelle. Wait, give him the first. Give him the first. Das ist Quelle. 6807. Al-Bukhari, Sahih, nicht Zaif, Sahih al-Bukhari, nicht Hassan al-Bukhari, nicht Isnad Hassan, sondern Sahih al-Bukhari. Here's the problem, guys. Zeig mir die Quelle. Allah, nicht Yusuf, 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 wait, Seite ist das. Yusuf, wait, die Quelle die ganze Zeit.
Wait, zeig wait. Mir die Seite von wait, dieser, Yusuf, auf welcher wait. Seite ist das veröffentlicht? Yusuf, Buch, wait. 6, Buch 86, Hadith 36. Guys, let me make my point, please. Yeah. The Prophet, who guarantees what? What is in between his, not her, not theirs, not woman and man, only his, only him. Prophet, he's telling to him, Yusuf, guarantees me what's in between your leg, the zucchini. Was zwischen deinen Beinen ist. And what is between your jaw, your mouth and your tongue. I, yeah, guarantee. I, Muhammad saying, I guarantee him, only him, not her, paradise. Paradies. Yusuf. Ich garantiere ihm das Paradies. Ja? Boom, boom. What's going on with this, Yusuf? So, ja, Yusuf, was kannst du dazu denn uns sagen? Kannst du uns da helfen oder warum ist das so? Weil das ist sehr authentisch. Nein, 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 Flex, hör mal zu. Ich kann dir da nichts darüber sagen, weißt du? Und ich werde auch keine Debatten mit euch führen, weil ich erstens, ja, erstens, wenn ich ja Debatten führen wollte, dann hätte ich gesagt, ja, ich will mit euch Debatten führen. Es ging mir nur darum, dass er gesagt hat, er hätte einen Beweis, dass Schweinefleisch erlaubt ist. Und ich sagte schon jetzt zum 10. Mal, 100% sage ich dir, es ist nicht so, ja? Und du hattest dich vorhin schon lächerlich darüber gemacht und hast gedacht, wir müssen, Aktien machen und wegen Schweinefleisch müssen wir Produktion, ja, also von wegen, ja, ihr müsstet irgendwelche, keine Ahnung. Show him the Hanziri, yalla. Es geht mir darum, aber mehr will ich auch nicht darüber sagen, weil ich will keine Debatten mit euch führen. Okay, du bist doch ein Muslim. Wir wollen dich doch auch deine Meinung wissen. Yusuf, watch. Muslims are not allowed to eat pork. If they are, how come? Muslims are, you know, talking about it. Okay? And a sheikh talking, okay? Muslims are forbidden to eat the flesh of a swine. Nein, no, they want starve. Gib mir Quellen im Koran, dass das so erlaubt ist. Wait, Yusuf, wait. Wait. Jetzt wait. Redet er von wegen, wait. Imam hat so wait. Und sowas geredet. Was wait. Soll das? Wait. 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 So, no, they won't starve to death. So there is a context. Can you eat or cannot? So he came up, Quran chapter 2. Quran. Verse 173. Schreib's auf, Yusuf. Schreib auf. Quran. That reads, but if one is forced by necessity, means what? If there's no more food and you're hungry, your tummy's empty, you can eat pork. Yes. Ey, ihr seid sowas von hohl, ne? Ich glaube, ihr seid wirklich sowas von hohl. Natürlich, als die Leute, hört mal zu, einen Augenblick. Als die Leute, ja, in Peru abgestürzt sind, ja, auf den Bergen, ja, wo das Flugzeug nicht gefunden wurde, über 140 Tagen, ja. Und die Leute haben angefangen, Menschenfleisch zu essen. Dann haben die, als die danach gefunden worden sind, haben die den Priester gefragt und die haben gesagt, wir haben Menschenfleisch gegessen. Ist das für uns eine Sünde? Hör mal zu, bitte. Lass mich dann darauf antworten. Du sollst das hier beantworten, was da drin steht, und philosophier nicht mit Menschenfleisch, Mann. Wir reden hier gerade nicht über Menschenfleisch. Das steht doch da drin, wenn du richtig verstanden hast. Das heißt, wenn du nichts anderes hast, okay? Yeah, you know, das heißt, wenn du nichts anderes hast. The problem, Babylon, they have a problem with it because they cannot accept it, because they know it's written inside and they are just, you know, making the breakdancing. Allah said that, not me. Allah, Quran. Yeah. He said, if the Muslims are forced, there's no more food, necessity, without, you know, disobedience,
You can eat. Transaction 2. Do. Limits. There's no more meat, no more food, no more nothing. Yeah. Then, there's no sin. You can eat. Truly God, it's not God, it's Allah, is forgiven, merciful to the Muslims. He's telling them, there's no more food. You can eat pork. I forgive you because there's no more food. This verse has a problem, guys. Why? Because Allah should provide food, right? And here's saying, if there is no more food, Muslims, you can eat. That means Allah, He doesn't know if there is more food. No food. Yes, food. Allah doesn't know. You know, Babylon, you know what is the problem? He is a jahil. That is the problem. Allah is a jahil, yes. Allah is jahil. I want Babylon, I said to you, Akhi, I want to debate with Allah. No, Allah will run. Allah will run. Hey, there's a hadith where Allah runs behind the people. Oh man. Oh, Muslims can eat pork. Yusuf, can you drink alcohol? Yusuf, we wish you a very nice day because he's not going to answer anymore. It's okay. Let him go out because it's going to be even worse. We don't want the topic to get even worse, so it's okay. It's okay. Yusuf, wir wünschen dir alles Gute, alles gut. Ja, das, wir wollen das nicht ins Lächerliche ziehen, aber es steht halt nun mal drin. Es ist einfach Babylon, Fakt. Babylon. How many stones are in Islam? Stones warranties. So personal stone. You know how many stones are in Islam? What do you mean stones? There are two stones in Islam. You know. Do you know which? The stone that forgives sins at Oh, Mecca, the black stone. At Kaaba. Black stone, yes. And the Kaaba. And the Kaaba. The stone is running from Musa. You know the hadith? Sahih al-Bukhari, 278. You know, there's two stones in Islam, Habibi. Yeah. The one personal stone that it's a thief, the thief stone, and the stone that is forgiving sins. There's a hadith also, if they says if you have a stone, let's say, and you don't like it anymore, you can throw it, go get some good dirt and some milk, mix it, and you can make a new stone and you can worship that stone. So it's up to them. It's so stupid. So stupid. Ya Allah. So Muslims, why the Muhammad has a power? How come the Muhammad has a power to forgive sins and guarantee paradise? When he said in the Quran, I don't know where I'm going. Muslims. Wait, let me explain it. So wie kann es sein, dass Muhammad Sünden vergeben kann? Ein Widerspruch. We have a contradiction here. Oh yeah. We have a contradiction. Give me the first. Give me this first and the one that Allah speaks out the Shahada. You have to give me the verses, man. They are amazing. The yeah, where Allah original, speaks the Shahada. The original Shahada is ashhadu anna Muhammadun Rasul al Shaitan. You know. No. They can ask you. Where is that? Here's Sahih Bukhari 6807. Doch, Yusuf, ich will die Wahrheit, Yusuf, ich will die Wahrheit wissen, aber es steht da drinnen, Yusuf. Oh mein Gott. Oh man, these people, they will never understand. No man. Das steht da drinnen, das kann man nicht ändern. Oh man. Babylon, my brother, you have to send me the DM probably. Hold on, let me stone. Let me screenshot the one where Allah said. Wait, this is Sahih al-Bukhari. Hold on, stay like this. Yeah. Okay, and then you have to show me the one where Allah speaks of the Shahada. Yeah, give me a second. He speaks of Shahada. He speaks.
He speaks, but in Quran he speaks also about the shahada. He says, "Arbabuni min dun Allah wa al Masih ibn Maryam." Yeah. This one, shahada. Yeah, 3:8. Okay. 3:18. Yeah. 3:18. Let me screenshot it. Hold on. Let me screenshot it. All right. Okay. The next one. Now, if Muslims want to jump to the Arabic and they want to defend their Quran in Arabic, I'm more than happy to do so. Why? Yeah. Because my brother here, it says, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يشركون. Guys. This is a damaging verse in the Quran. Damaging. It's all damaging. Der Yusuf will wieder hoch. Yusuf will wieder hoch. Aber es hat doch keinen Wert. Warum, why should we bring him up? Es hat doch keinen Wert, dass er hochkommt jetzt. Wegen was soll er denn hochkommen? No, it's okay. Leave Yusuf down there. Yusuf, cry baby. Like Hamdi. Yusuf, cry baby. Like Hamdi. The daughter Haji that went to Mecca. Oh, Haji is good. Haji is good. Haji is my brother. Oh, okay. Yeah, right. Haji is good. Chapter 9, verse 31, guys. Chapter 9 in the Quran, verse 31. Watch this, guys. This verse here shows that Jesus is God in the Quran. Aywa. In the Quran. Aywa. How? All right, let's go. Let's read. They have taken their scholars. Rabbi, scholars. Monks. And monks. As Lord besides Allah. As Lord besides Allah. And who? And also. The Messiah. So, no, don't read also. It's between brackets. Because also it's not in the Arabic. Also, it's not in the Arabic. Also, just flexa, because they flexa. Mind. Because yeah. When you have brackets, don't read it. Okay. If they added it to give you some meaning. Okay. So, beside who? Allah. And there's no comma. Comma is here, but in Arabic, no comma. So, besides Allah and the, who? The Messiah. Son of Mary. Come on, Yusuf. Who is they here, they say? The Christian and the Jew. The Christian and the Jew. They have taken their scholars, rabbis, and monks. So rabbis and scholars are like priests for the Jew. Monks are priests for the Christian. So they, the Christian and Jew, taken their scholars and monks as lords, like gods. Besides who? Besides the Allah. Christian and Jew, and this is Quran. Christian and Jew and Muslim, because this is Quran. You were supposed to worship who? Allah and the Messiah. The son of Mary. Oh my God. Wait. Ooh, wait. This is not done yet. Wait. This is it's better. This is a knockout verse. This is knockout verse. This is knockout here. And they were not commanded except to worship one God. This verse is telling that Allah and Jesus are one. Aywa, I am the Father of one. John 10:30. I am the Father of one. Aywa, game over. Game so, over, Muslim. Lass mich mal kurz aussprechen, okay? Jetzt habe ich dir genug zugehört. Jetzt will ich auch mal die Möglichkeit haben. Er muss kurz zu Ende lesen. Ganz kurz. So there is no deity except him. Who's him? The God, the true God. Exalted is he, beautiful, above whatever they associated with him. Who? The scholars and monks. And the monks. Do not put them with God. Come on, Muslim. Let's go in Arabic. Okay, Yusuf. Yusuf, Arabic. Nein. Arabic. Ich will hier drauf. Arabic. Arabic. Auf das Erste. Arabic, Yusuf, I'll cook you today in Arabic. Wenn du mich jetzt nicht aussprechen lässt, dann war's das. So.
Jetzt die erste Sache. Du hast gesagt, du hast gesagt, hört mal bitte zu. Also, da stand drinne, dass wenn es kein Essen gibt, keine Nahrung gibt, dass man dann auf Schweinefleisch zugreifen kann. Wenn man dann das Leben retten kann, dann ist es erlaubt, auch alles zu essen. Dreck, sonst was, alles, was dich davor warnen kann, nicht zu sterben. Okay? Du könntest sogar Menschenfleisch essen, wenn es dich davor bewahrt, dein Leben zu schonen und nicht zu sterben. Verstehst du das? Aber es geht doch das schon ist was der um Sinn. Was anderes, mein Lieber. Das ist der Sinn. Gott hat Regeln geschaffen für alle Verhältnisse im Leben. Gott, nicht nur Jesus, für einen bestimmten mal, Bereich. Doch mal da. So, wenn du, sag ich mal, in der Wüste gefangen bist und du siehst nur noch einen Schweinefleisch, sag mal, ein bisschen Schweinefleisch, was du hast. You, und das you, ist eine Möglichkeit. Ist, fly here, fly here. Weiter fly zu here. Leben. Ja? Was würdest du machen? Yusuf, deswegen, er hat das zu diesem Vers gesagt. Ja, und er hat dasselbe in Englisch gesagt wie du. Aber jetzt hör mal zu, was das Ding ist. Wieso, was ist mit Allah? Wo ist Allah, wenn er sagt, Schweinefleisch ist verboten und auf einmal gibt es kein Essen und auf einmal Schweinefleisch ist wieder erlaubt? Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht nur erlaubt. Ich sage dir, wiederholt noch einmal. Es ist nur dann, wenn es zum Not ist, wenn du dein Leben dadurch retten kannst, dann ist alles erlaubt. Nicht nur Schweinefleisch, sondern alles. Und das ist nicht ein Vers vom Koran, das ist eine Übersetzung von einem Imam. Hat er ja gerade gelesen. So, das war's von mir. Wünsche noch einen schönen Abend. Ganz kurz, Leute, eins nach dem anderen. Jesus ist Muslim. Hey, wie geht's dir? Was können wir für dich tun? Jesse Dito. Dito. Ja. Ja, Dito, was willst du denn jetzt, Dito? Ich gucke, was der hier, der Babylon, angebliche Babylon, arabische Babylon, Liste. Babylon vernichtet dich, glaub mir. Das, du willst nicht hören, was da zu lesen ist, glaub mir. Das hat kein Wert. Flexa, guck mal, ich sag dir eine Sache. Flexa, ich sag dir eine Sache. Das bringt bei Tito nichts. Weißt du warum? Tito kann kein Arabisch, Tito kann auch kein Englisch. Der ist ein Unwissender, der alles vertritt. Ja, den kann er runter. Der alles, hat auch keinen alles Mögliche Wert. Vertritt. Ja, ja, den hat keinen Wert. Der Bosnisch, was ist das? Weil, ich wusste nicht schneller als Usain. Yeah, so Babylon, everyone is scared to debate with you, Babylon. No, I don't see any Muslim coming up anymore. What's wrong here? My brother, even Allah will run away. Yeah, I said, I want to debate Allah. Where is Allah? Allah, where are you? Guys, if you can show me where is Allah, I will go to Allah. I will defeat him. I will tell him, where are you? Serious. He's hiding. Babylon, you are like, I don't know, you are destroying every single man. This is crazy. Seriously. Babylon is achi, big achi. This Babylon is my brother. I swear this Babylon is my brother. Hey Babylon, we have to go for holiday next year. Muta. We do Muta. Muta. Yeah. We should go for holiday next year. We do Muta. Muta is halal. Halal, guys. Halal Muta. We're gonna make a halal holiday, man. Yeah. Man, go this to, is amazing. Go to Mecca. Go throwing stones on the shaitan. And go kiss the black stone, insha'Allah wa ta'ala, your sins are gonna wash away. Ta'ala. Yara, greetings to you guys. How are you guys doing? Alhamdulillah. Man, we're doing amazing, Haji. How about you? Yes. Alhamdulillah. Yes, I just told my brother last night, Babylon, I went to Mars and kissed the black stone over there, and I turned Haji. How are you doing, my brother Babylon? How are you doing, my friend? Hey, Haji. How are you, brother? Haji is an ex-Muslim, guys. He's an ex-Muslim, now Christian. Rahman. Yeah. Wow. Rahman. Hey, everyone give Haji a thumbs up, man. He's an ex-Muslim being a Christian right now, guys. Haji, thumbs up. Haji, welcome. Yeah. In Arabic, Haji. Afghani. Uh-huh. Yeah, the way it is, Surah Yusuf, ayah 2 clearly says this is
come in Arabic. So my mother tongue is not Arabic, you know. There's another verse too that says, we send to every nation a messenger. I didn't see any messenger. Jesus, you found the truth, brother. Amazing. My brother Babylon is was the tiger. The lion. Okay, you know what? Babylon. Yes, let's do it better. Let's go for the Christian Shahada. Come on, let's go. Ashhadu anna la ilaha illa al-masih. Aywa. Al-masih. So, Flexa, or brother, you say, Ashhadu anna la ilaha illa Yeshua al-Masih. Yeshua al-Masih, yes. That's a good one. Amazing. Brother Babylon, you had a hadith over there before. It was Sahih Bukhari 6807? Yeah. For the private part of the man, for Muhammad? No. 6807. 6807. All right. Yeah, that's a good one. Yeah, the only thing, you know, the most important thing that left Islam, because like everybody knows that your mom loves you to death, right? And I love my mom, you know? She took care of me 9 months first. You know, that's the hardest part. And my mom, as a father, I was, you know, the labor of my three children come out, you know? So I see the pain, and then I can imagine that my mom be a nox lakal, you know, that's a deficiency in mind, you know, and or is a donkey or the black dog. Or poop. So it hurt me a lot. Or so this is why I left Islam. Poop. In the Quran, it says poop. Yeah. Oh, brother. Look, in the Quran, wait, who was it? Surat al-Waqi'ah or not? Ayah 37 or no, I think, where Allah calls the woman Gahba. Oh yeah, that's in the Quran. It says Urubun Atraba, it's Qahba. Yeah, that's a bad word. Yeah. So you see, my brother Babylon and my other brother, they speak the Arab is the mother tongue, and they can translate fine stuff that the Quran is translated by Muslims wrongly. You know, wrongly. Yeah. They say it's like nikah is a marriage. Now, if you put nikah, the F-U-C-K, put it, come nikah. You know, I'm not going to mention that one. It's nikah. It's a contract, sex contract. It's kind of nikah. Yeah, it's not nikah. Marriage, yes. Brother Babylon, Sunan Abi Dawood, Sunan Abi Dawood 4433. Aniktaha ma'iz. That's a bad one. that is a bad one, I know. Let me show you something. When we ask a Muslim why Allah cannot come down on earth, they say it doesn't fit His majesty. Yeah. Okay. What? Well, it doesn't fit His majesty. It's not good for Him. Okay. Why Allah cannot do this? It doesn't fit His majesty. Okay. Why Allah cannot do this or that or this or this or that? Because it doesn't fit His majesty. Okay, no problem. Guys, let's read this. Quran chapter 2. Yeah. Verse 223. Can you guys read it in German? And then we can read it in Arabic in English. I'm gonna read it in German. Orthodox is gonna read it in German. Gonna read it in German. So... Yeah. Yeah. Let us read in German Surah Al-Baqarah 223. Bismillahirrahmanirrahim. So, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für euch selbst voraus. Und fürchtet Allah und wisst, dass ihr ihm begegnen werdet und verkündet den Gläubigen frohe Botschaft. Nisa'akum hurthan lakum, fa'atu hurthakum emma sha'tu. Wow. This one, it came down when Muslims, they went and attacked and Allah liked all the men and they took a woman. So they want to take a woman from the back door, from behind.
dingy dingy from the behind. Rape, just rape. No. Don't rape. Say that word. You're gonna get banned. No, don't say that word. You're gonna get banned. TikTok spotlish. Yeah. So, they wanna take a woman from behind. Jewish ladies went to Muhammad, said, no, we didn't do that in our culture. In Judaism, is no. Boom, Jibril came down from sky. Bismillah. He said, Bismillah, I'm coming, Bismillah. Oxon Billah. He said, Nisa'akum harthun lakum, fa'atu harthakum, and masha'atum. Waqaddamu anfusakum wa taqullah, blah, 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 blah. And what are you talking about? Your wives, and the verse, it doesn't say wife, it says your woman, are a place of sowing, what? Seed for you. So come to your place of cultivation, however you wish. What's this talking about? And put forth righteousness for yourselves. Allah forgive, blah, 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 blah. Okay. What's this? Poor woman. Oh, yeah. Poor woman, my brother. Poor woman. This is insane. This is insane. So if we go to, this is Maududi. I don't like Maududi. Ibn Kathir, Ibn Abbas, Jalalain, blah, blah, blah. All these big scholars. They say you can take a woman from the back door, from behind. Doggy style. A'udhu billah. Say, just translate, doggy style. Yeah, in German it's also doggy, bro. Also, in auf Deutsch, doggy style. Ne, Leute, him, yeah. Doggy style. Doggy, doggy, yeah. Doggy, 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 doggy. Yeah. Doggy style. So Allah is okay talking about women like this in the Quran? But Allah cannot come down on earth. But Allah is talking about the doggy style in the Quran. Is Allah okay? A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Oxen billah. Yeah. Oh man. Man, you know Babylon, it's getting weird and weird and even weirder. Oh yeah. Let me show you also. Allah is racist. I'm sorry, Flexa. I love you, my brother. Yeah, show it to me. I want to see it. I want to see it, my brother. I think I showed the Flexa. It's the Mushrib. Mishkat al-Masabi 119. This is getting insane. And it says, Abu Darda reported, God messenger as saying, so Muhammad was saying, when God created Adam, when he created him, he struck his right shoulder and brought forth his offspring white. So Allah created white people, offspring like people. But it's interesting, like, brother, like Babylon, it's interesting. Ants. Why like ants? Ants are black. I think like it means like a lot. Like a lot, yeah. Like ants. Okay. And he struck. I understand. His left shoulder, okay. Yeah. And I know the first. I know the first. His offspring black, as though they were cold charcoal. Then he said to the party on his right side, the white people, to paradise. They go to paradise. And I don't care. Allah's saying I don't care, guys. Look how Allah's filthy mouth. Yeah. And he said to the party on his left shoulder, the black, blue. You know, remember the charcoal people? Yeah. To hell. In the hell, oh my God. Oxen billah. Oh my God. Watch this, guys. Watch this. This Great? Is insane. This is Great? Insane. Wahnsinn. Babylon is zerstören. This is Mishkat Masabiah 119. Look at the great. It's magic. It's magic. Look, it's magic. Alessio. Yes. Your mic, please. Your mic.
Stumm dich, Bruder. It's Hassan. Okay. Look, watch this. It's Hassan, right? It's not it's Hassan. Good. Yeah, it's good. Good. Great, it's good. Wait, wait. Babylon, give me 1 second. Danielo, Bruder Herz. Ja, Bruder. Möchtest du das für die Leute hier übersetzen? Bitte, bitte, Bruder Herz. Was ist Nahtheit, meinst du? Ich kann. Das hier, dieser Vers hier. Ich kann wo, auch. Wo die Weißen ins Paradies gehen und Allah sagt, aber die Dunkelhäutigen, die sind mir so etwas von egal, die gehen direkt in die Hölle. Kannst du es bitte übersetzen? Bruder, das ist so zu. Nein, das möchte ich gar nicht. Also, Bruder, guck, ich sag's dir, Flexer, guck, ich sag's. So, Babylon, I'm gonna translate in German first. So, als Allah Adam erschaffen hat, schlagte er auf seine rechte Schulter und da kamen weiße Leute wie Ameisen raus, okay? Yeah. Und dann schlagte Allah auf seine linke Schulter und da kamen schwarze Leute wie Kohle raus. So, und dann später sagt Allah sagt dann, die auf den rechten Schulter ins Paradies und es ist mir egal. Die auf den linken Schulter in der Hölle und es ist mir egal. Und jetzt, wie das eingestuft wurde, ist Isnad Hassan. Isnad Hassan heißt gut. Aber gut. Guckt jetzt, wie Magie passiert. It's magic. Now look at magic at Arabic. Watch. We just click, huh? We're gonna magic, make magic, it. Magic. Bismillah. Sahih. Authentic. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So guys, with one finger. Look. Mashallah. Look now. Aha. Oh. Sahih. Great. Sahih. It's authentic. Al-Albani, Sahih. This one is Hassan from Zubair. Is here, Hassan. Zubair. But Muslims, they erased. Yeah, switch it. On English. So they don't show you. They didn't translate the Sahih from Al-Albani. They don't want to show you it's authentic. This is authentic hadith. From Albania. Wow. Man, Babylon, seriously, this is so weird that my black brothers, because I have black brothers from my country, and I speak with them every day, and I mock them every day, I'm going to be honest to you, but they are not angry with me, but I tell them, hey, my brothers, I love you, we've been together for a very long time, but the religion that you follow is a very wrong religion. That's what I tell my brothers, and they keep looking at me. They're like, oh, I don't know, I don't think so. But some of them are starting to wake up, okay? They are the Wach, and they're trying to realize why are those things written in the in this hadith and in the books. This is bad. This, very bad. And I can show this in the Quran. Yeah. And the Quran says blackened face, the day of the blackened faces and whitened faces. Muslim scholars, they say when you go up to paradise, Allah, if you did good, he's going to make you look white. You go to heaven. And if you did bad, boom, he's going to make you black and send you to hell. So Allah, he's not even racist on earth. He's racist upstairs too. In heaven. He's right. Brother, can you show them Sahih al-Bukhari 65:27? How are you gonna meet Allah? Wait. Babylon. Go to Sahih al-Bukhari 6307. You're gonna love it so much, brother. What was it? This is insane. say it again. Sahih Bukhari. What? Sahih al-Bukhari 6307. Danielo, wir lieben diesen Hadith, ich sag's dir. I love it so much. Oh, wow. Okay. That's a good one. Oh, wow. That's a good one. Let me read it. Yeah. Go ahead. The Messenger, sallallahu alaihi wasallam, saying by Allah, go there. By Allah, I ask for I ask for forgiveness from Allah and turn to Him.
in repentance more than 70 times a day. Wow. 70 times a day. Muhammad asking for forgiveness. Hey, this is insane. This is insane. You know, it's just Babylon. It's Babylon. It's just. Sadaq Allahu al-Azim. Oh, yeah. Sadaq Allahu al-Azim. And he's asking, seeking Allah's forgiveness Seriously. Babylon. Yes, this sir. Is a knockout. This is a pure knockout. Seriously. Yeah. This is a knockout. Flexa, you know that Muhammad was bewitched, right? He was bewitched. Right. Bewitched. Yeah. Insane. Muhammad was verhext. Wow. He was bewitched. Yeah, by Satan. Yeah, yeah. He was completely planet. Interesting thing. In Sahih al-Bukhari 65:27. So you can look it up also. Nah, seriously, this is something that we have to look on because this is not normal. Seriously, this is not normal. No, it's not. Sahih Bukhari what? Orthodox, 65:27. There's another hadith also, but yes, this yes, is go also on. One. Let's Haji talk, please. Go ahead, Haji. The thing is bothering me when God knows everything, you know, nothing is moving without his permission. Anybody deceive all Christians and Jews, you know, before Muhammad came, that he took him, you know, like Shubha, like he took Jesus to him, and then he says, Jesus not die on the cross, right? He deceive all the people who blind him, who put dark stuff in the heart. It was Allah, right? Deceive all people. I don't know, how maybe 1 billion Christian right now, right? They deceive them. And purposely, this is Allah, shaitan. Allah, it's al-maqarin. Al-maqar, yes. Maqar, it's maqar. The best toisha. Allah is the best toisha. Because of the al-maqarin, because of that, he's doing that things. So I think Babylon, we gave too much knockouts, so I think there's no one coming up here anymore. Man. I don't see anyone coming. I'm sorry. So yeah, but kind of below. This hadith is speaking about the day of resurrection, the Yawm al-Qiyamah. So look how we gonna how we gonna meet Allah. Narrated by Aisha, von Aisha überliefert. So, you want to read it? I'm going to read it. Allah's Messenger, sallallahu alayhi wasallam, the people will be gathered barefoot, naked, and uncircumcised. How is it? Uncircumcised. Uncircumcised. Yeah, they're not so, cut. So, the Leute werden nackt, barfuß und unbeschnitten Allah treffen. I said, O Allah's Messenger, will the men and the women look at each other? He said, the situation will be too hard for them to pay attention to that. So we're gonna meet Allah naked. Naked. So that means when we go to heaven, we will see him naked. Allah, right? I'm flexing. Fragen mal per Sahih Bukhari 5005 lesen kann. 5005 Sahih Bukhari. Can you open that, my brother? Also für alle, wir werden Allah werden wir so sehen. Also wir werden so zu dem gehen. Die Leute werden barfuß, nackt und unbeschnitten sein. Wow, Aisha fragt dann. Aisha fragt dann, werden die Männer auf die Frauen schauen und
Mohammed sagt, die Situation wird so hart sein, dass sie überhaupt nicht darauf aufmerksam sind. Aber wir werden Allah so treffen. Wow, this is insane. Dude, seriously, no. We have to be honest. There's, some things are getting out of hand, man. I'm gonna be honest. Babylon, Babylon, things are getting out of hand. I'm gonna be honest to you, man. Oh yeah, that's why Islam is dying. Islam without, is done. Without Islam life. Is, Islam dies. Aywa. A big sheikh on TikTok side, on the Arabic side, on the Arabic side, guys. 3 days ago. Yeah. He came out and he said, all the da'wah guys, all the sheikh, all the people who talk about Islam, to stop debating Christians. Stop debating Christians. Yeah. He said, after every debate, a lot of Muslims are leaving Islam. Yeah. Yeah, brother, because they're searching. They're searching in the books and they find it. They find. Mm-hmm. They find everything. There's everything written. Look this, Bobby. There is no need. The problem when it's written and we read it in Arabic, there's a bigger problem. Yeah. They have so many scholars. One says, do this. Another one says, do that. Other one says this. Other one says this. Other one says that. And Muslims there, where we go? Which where do we go? Hanafi, Rafidiya, yeah. Malikun. Which one where? We take? Where? So now, a lot of Muslims, they're saying, I don't want hadith. No more hadith. Yeah, they're all Qurans. They all Qurans. Only believe in the Quran now. Wait. Soon, no more Quran. Out. They don't like Quran. And then what? Because even we're showing, they have 37 Qurans. Which one are they going to take? Yeah. Guys, yes, Mike, Daniel. Sorry. Yeah, you want to read it? Read for divorces. Read for divorces his wife. Whereupon? Abdurrahman. Bin Zubair Atubur al Qurasi married her. Aisha said that the lady wearing a green shade. Oh, I know that one. To her, wait, of her husband. To her husband. And showed her a green spot on her skin. Problem. Caused by her beating. Beating. Muslim man. Launcher. Beat. They making Surah 4, verse 34. Yes. 434 Quran. Muslim men are allowed to beat their woman. Yes. Beat. Yes. Ladies to support each other. Okay. So when Allah's messenger Muhammad came, Aisha said, "I have not seen any woman suffering as much as the believing woman." You know what that means? Aisha saying to the Prophet Muhammad, "I have not seen any woman suffering as much as the believing woman." Means what? I have not seen any woman suffering as much as the Muslim woman. Mm-hmm. Means other women, they were not suffering that much. Why? Look, her skin is greener than her clothes. Wow. Yeah. When? Oxen Billah. When Abdurrahman heard that his wife had gone to the Prophet, he came with his two
sons from another wife. She said, by Allah, I have done no wrong to him, but he is yeah, Bingy Bingy is not possible because impotent. No, I need to use Anika for this man. But the man was too smart. That's why he brought his two sons. Aha. Mm-hmm. You see? Brought two sons to make Anik Tahatu. Yep. So, and? As useless to me. To me. As this holding the guy was like no good. It would not go up. It was like this. It's like no, I'm sorry yeah, like this. It's a little standard. Oh my. He must have must say Bismillah Rahman Rahim then. Oh, here we go. Let's start from here. By Allah, I have done no wrong to him, but he is a putin and he's useless to me as this. Yeah. Holding, wow. And showing the French of her garment. Oh. Abdurrahman said by Allah, oh Allah's messenger sallallahu alayhi wa sallam, she has told a lie. She said the lie, okay. Uh-huh. Okay. I am very strong. That's the husband talking now. Uh-huh. And can satisfy her. Satisfy. A'udhu billah. But she... It's... Disobedient. She doesn't obey. Yeah, she doesn't obey her husband. And wants to go back to Rifa'a. Rifa. Who's this? Okay, problem. Muslims, when they divorce their woman three times, all at once or different times. But the rule is either you divorce them all at once or different times is number three. If you do that, the woman has to go and marry another man. Sleep with him. At least one night, he should divorce her. Now the woman, she's halal to go back to her first husband. So the woman, she does not want this husband to touch her. She just wants to go back to her husband. This man said, you gotta come here. I gotta dingy you first. Allah said that. So the woman, she said, I want to go back. I want to go back. So let's see what Allah's messenger will say. Allah's messenger, alayhi khara, said to her, if that is your intention, then know that it is unless Abdurrahman has had sexual intercourse with you. That means what? He has to marry her, sleep with her, divorce her, then she can go back to Raifa. Okay. It does make sense to me, to be honest. Okay. Then the Prophet Khara alayki saw two boys with Abdurrahman.
and asked, are this your sons? I'm seeing it coming. On Abdul Rahman, I see said, it coming. Man. Wallah, I see it coming. Said, yes. I see it coming. The Prophet Khara alayhi said, You claim what you claim. He's impotent? Impotent. That means what? Muhammad, when he saw the two boys, he asked the man, are these your sons? The man said, yes. So he looked at the woman. He said, he's not impotent. He's a horse. He's good. but by Allah. I see it coming. But by Allah, his boys resemble him as a crow. Crow resembles a crow. Yeah. That means these boys are his sons for sure. This is filthy Islam, guys. A woman, if the man gets angry, divorces his wife for no reason. And in Islam, they can divorce him through a text message on the phone with no reason. Yeah. I don't want you, yalla. Yeah, yeah, yeah. And the woman has to go sleep with another man, divorce her, and do whatever he wants with her. Anything he wants, this man. Divorce her. Now she's halal to go back to her husband. I have a video on my, on this account or OC account, my other account. A Muslim woman, she's dressed all black and black. You cannot see nothing. And okay, she's showing the Quran. She's saying in Arabic, she's Egyptian, she has an Egyptian accent. She said, my husband divorced me 3 times. Now I have to go and another man has to F me. Why my husband, he is the one who divorced me. Why he's not going and F that man? He made a mistake. Yeah, 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 she's right. Ja, und Aisha sagte, sie hat noch nie so eine Frau gesehen, die grün, also die war grüner als die Kleidung, die sie trug. Seriously, they need salvation. I'm gonna be honest, man. There's so many. No salvation in Quran. No salvation. No salvation. Yeah. You have one way. We have one way. They need the Christian and Jew. All the Christian and Jew. Mm. Why? In the Quran, I can show it to you. All Muslims are guaranteed hell. In the Quran. Yeah. Babylon, it's everyone see this right here. So where are the Muslims? Every time they coming to Flexa, they coming in other streams and they just belling and they don't stop the sounds of Muta'ah. And now, there is not just one only Muslim in the comments. There is no one wants to fight with Babylon. I don't see anyone. What's wrong? There you go, guys. Chapter 19, verse 71. Chapter 19, yeah. Verse 71. Wait, Babylon. Give me a second. Lukas, erstmal, wie geht's dir? Was können wir für dich tun? Hi, mir geht's gut und euch? Uns geht's gut. Was können wir für dich tun? Achso, ich wollte einfach nur so mitstreamen, zuhören. Okay, was bist du für eine Glaubenskonfession? Ah, ich bin Christ. Okay. It's no problem, brother. Dann kannst du mit zuhören, ist kein Problem. Okay. Yeah. Guys, Babylon, my brother, I know we could stay here the entire night, but 5 minutes, brother, and then I gotta take a shower and have my next meal, because I'm preparing for my competition for next year, and I'm trying to, go for the off-season now. Okay, brother. No problem. Yeah, yeah. Babylon, Flexa is a bodybuilder, you know? Yeah. God bless, Habibi. Here you go, guys. Chapter. Yeah. Chapter 19. Verse 71. All right. And it says,
And there is none of you except of you. He will come over it. Mm-hmm. None of you, basically, none of you will go over it. Over what? Okay. Hell. That means everybody's going to hell. This is upon your Lord as, what is that? Inevitability decreed. So, we can read another one. Not one of you will pass over it. Hell, again. If you go and read everything, and it's tell you all the Muslims are going over to hell. And then they need the Christian and Jew, all the Christian and Jew, because every Christian, there's a hadith saying, if a Muslim comes and there's a mountain of sins, Allah will take the sins and put it on a Christian or Jew, and the Muslim will go over it. Now he's allowed to go over it. Insane. Yep. Wallah haram. Wallah haram. Watch. Quran. Guys, Allah sent in the Quran. Flexa, Allah sent in the Quran, Habibi. Okay. Yeah. Uh-huh. Wasn't it Jibreel? Yeah. Look at this. Quran, take a picture. 34, verse 25. Yeah. Allah's, and in English, in Arabic, it's way worse, actually. Qul, say, don't ask. Amma ajramna. Don't ask, and this is Allah talking. What we did criminal things, Allah saying. And Allah saying we did criminal thing. Yeah. And we will not ask you what you've been doing. Yeah, Allah's criminal. This is insane. This is so insane. That's so verrückt, Leute. Because the Quran, you hear it. You hear it? The Quran was said from Muhammad, not Jibreel, not anything. Muhammad said it. Here, Sahih Muslim. Say, you will not be asked about what we committed, crime. And we will not be asked about what you do. So Allah is telling people, don't ask me about what I've been doing bad. So I'm not asking you. Subhanallah. Bad. My brother Babylon, could you show that it's a hadith about a child, a small child, infant, gonna go to hell when Muhammad was praying on a janazah? Could you do that? Oh, yeah. Find out? When babies die, Aisha and Muhammad were walking to go to this funeral of a baby. One baby died. And Aisha said, oh, this baby, he's another bird in paradise. He's a baby. Yeah. Muhammad said, no. You think that? Aisha said, but he's a baby. He's no sin. But Muhammad Babylon, said, no. Brother, ganz kurz, Leute. Ganz kurz, Babylon, my brother. You're a lion, I'm telling you. From you, I learn a lot. That's what I can say. Let me take a little break. You're all lions. Huh? You're all lions. We are a team. I would say Team Babylon, guys. What do you say? Team Babylon. Team Babylon. No. Team Jesus, brother. Das ist doch gut. Amazing. I did not speak for like 27 years Deutsch. Kannst du verstehst mich? Ich verstehe dich gut. Ja, danke schön. Man versteht dich, Arjen. Yeshua al-Masih, guys. Yeshua al-Masih. Takbir, Yeshua Akbar. Amin.
Amin, brothers. They are my brothers here, like Babylon. I love him. My brother Rob Christians, Bob Ahmad ex-Muslim, and don't forget about Christian Prince, Babylon. Christian Prince is good too. Yeah. Christian Prince? Yeah. I don't see him. Where is he? He's on YouTube only. He doesn't come to TikTok. He came on TikTok. He saw it was a mess. He did not like it. Like Sam Shamoon. Like Sam Shamoon, he comes TikTok. Now he came like a couple times, but in the beginning he came, it lasted like 10 minutes and he was banned. Sam is very funny. Our brother Revelation is another one. All right, guys, I'm gonna take a break. I'm gonna have a meal. So, guys, I love you so much. Und an die ganzen Zuschauer, wir lieben euch. Aber das nächste Mal, ihr seid beim Liken so schlecht, Leute, das geht so nicht. Und die ganzen Liken mal ein bisschen mehr. Gottes Segen an alle, guten Appetit, Flex. Und an die ganzen Zuschauer hier, folgt mir alle und liked mein Video, ich möchte live. Oh mein Gott, er macht Dinger Werbung für sich selbst gerade, Leute, ich habe nichts gesagt. Also Leute, Liebe geht raus, love to Babylon, guys, all follow Babylon, he's amazing. And guys, see you later. I'm gonna be there in the next couple of 3-4 hours. So, Babylon, are you there? Auf Wiedersehen. Yeah. God bless you. All right. God bless you. God bless you. God bless you, Babylon. Bye bye, guys. Bye bye.